Oh, hallo. Oh, guten Tag. Was geschieht hier? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's? Habt ihr die Zeit überlebt ohne mich? Hallo Hannes, hallo Demon King, hallo Henriette, hallo Angel. Hallo Tennis. Hallo Jay Gamer. Was bin ich hier sehend an Starting Screen? Ich war ja schon Ewigkeit nicht mehr pünktlich hier. Anscheinend. Das ist kein Starting Screen, ich bin doch da. Starting Screen ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Starting Screen wäre, wenn hier 30 Minuten Countdown laufen würde und niemand wäre hier. Jetzt kommt auch noch eine Ad. Für dich kommt gar keine Ad. Beschwerst du dich gerade über Ads, die du nicht siehst? Immer nur meckern. Meckern für Leute, die nicht meckern. Sich beschweren für Leute, die sich nicht beschweren. Hallo Marco. Ich muss mal die Gamecubes anmachen. 1, 2, 3, 4. 4 Gamecubes sind sie an. Wie war es denn? Barcelona. Hallo Jay, der rote Jay. So viele Jays hier. Wir haben JJ, wir haben Jay Gamer, wir haben der rote Jay. Ich glaube, wir haben sogar noch einen JJ. Waren es nicht sogar zwei JJ? JJ, JJs? Welchen Shiny hattest du heute und in welcher Edition? Das ist ein Rätsel, das ich nicht aufdecke, bis es soweit ist. Aber wenn du ganz, ganz dolle hinguckst, weißt du es. Wobei, stimmt gar nicht. Das ist ein Rätsel. Ich habe noch ein Rätsel für euch. Was bricht man, ist aber keine Materie. Wie geht es? Ich habe solche Rätsel früher geliebt. Ich hatte so ein Büchlein, wo solche Rätsel drin standen. Und ich habe natürlich alle vergessen. Ja, macht eure Spirits. Zeigt mir eure Spirits. Ich habe hier Hannes mit einem Spirit. Und dieser Spirit ist so besonders. Ich weiß nicht, wie Hannes mit seinem Living Dex ist. Hannes, hast du einen perfekten Living Dex? Wenn nicht, glaube ich, ist das hier eins, das dir fehlt. Regeln? Ich bin verpixelt? Wo bin ich denn verpixelt? Was ist so groß wie ein Haus, so klein wie eine Maus, so glatt wie ein Spiegel, so stachelig wie ein Igel? Weiß ich nicht. Ein Ego. Nein. Ich weiß jetzt schon nicht, was wir für Musik hören. Wegen dem Starting Screen, du machst es spannend. Das ist kein Starting Screen, da steht nur Starting, weil wir sind halt am Starten. Das Starting Screen ist was ganz anderes, was viel Unverschämteres. Eine Frechheit ist ein Starting Screen. Hallo Anne. Eis. Eis ist so groß wie ein Haus, so klein wie eine Maus, so glatt wie ein Spiegel, so stachelig wie ein Igel. Ja, okay. Wenn du meinst. Hier. Hannes, du bist ein Vulkanion. Vulkanion. Marco ist ein Arktip.
Mann, sind die schon wieder gebogen, die Zettel. Das heißt, wir sind bald wieder am Ende. Kann man nicht irgendein System erfinden, wo diese Zettel nicht auf einer Rolle sind, sondern, keine Ahnung, auf einem geraden Blatt Papier? Jay Gamer, du bist ein Knatterdox. Magst du mir das auf den Zettelstapel legen? Okay. Es ist besonders genug. Stimme ich überein. Volcanion ist besonders genug. Lege ich hin. Jay Gamer, Marco und Henriette, du bist eine dicke Ziege. Wenn du ein Sandan wärst, keine Angst, dann würde ich es richtig spannend machen. Was ist Anne? Anne ist, wir können es auch ewig in die Länge immer ziehen. Ich könnte Tipps geben und ihr müsst raten, was ihr seid. Anne, du bist ein Teenager-Pokémon. Gen 2. Du hast rote Stacheln. Bist aber nicht hauptsächlich rot. Boah, es ist heller als sonst. Es ist nicht heller als sonst. Vielleicht war ich einfach zu lange in Dunkelheit. Igelava würde ich sagen, ist hauptsächlich rot. Und hat keine roten Stacheln, das ist Feuer. Würdest du sagen, Feuer sind Stacheln? Danu, vielen Dank für 400 Euro. Und Dankeschön, Hannes, für 100 Euro. Habe ich 400 Euro gesagt? 400 Bits. Und Hannes, Dankeschön für 100 Bits. Wir können nicht 400 Euro sagen. Die Leute denken, ich... Leute könnten das glauben. Hallo Happens. Hallo JP. Hab kein Gen 2 gespielt. Anne. Du bist ein Tyrakrok. Ganz genau. Das würde ich auch dazu sagen. Was aktiviert hier denn gerade alles? Hallo, Paul. So würdest du schreien, wenn ich dir 400 Euro schicke? Ja. Damit wäre die Streamwoche dann auch schon beendet, ja. Hallo, Bananenritter. Selber Blödmann. Hallo, Trunks. Bananenritter, vielen Dank für 2 Monate. Und Trunks, Dankeschön für 32 Monate. Ich dachte gerade schon so krass, wie selbstverständlich er sich für 400 Euro bedankt. Als wäre es nichts. Hey Superman. Superman, wie geht's? Beschäftigst du dich hauptsächlich mit deinem Kind oder mit den richtig wichtigen Sachen, wie zum Beispiel Manaphy? Ich hab vergessen, vielleicht hast du Manaphy schon. Aber ich glaube nicht. Superius schaut schon 60 Streams am Stück. Oh, und da waren sogar die dabei, die ich einfach mitten in der Nacht gemacht habe. Kind? Falsche Antwort. Aber ich, ne? Ich meine, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht. Manaphy ist weiterhin erst bei 300. Autsch. Autsch. Spielen wir ein bisschen Wind Waker, gleichzeitig James Bond und Smash? Wie wär's? So, ich muss kurz die krassesten Kalkulationen machen, wie ich hier in meine Spiele reinkomme. Das ist am Anfang immer ein bisschen... Ich muss hier hin, dann gehe ich hier hin und dann drücke ich hier Start und dann bin ich hier drin und dann gehe ich hier hoch. Aber dann bin ich hier falsch. Aber dann gehe ich schnell hier hin und gehe hier hin. Dann gehe ich aber hier raus. Gehe hier hin, gehe da rein, hier bin ich im Spiel, da bin ich aber nicht im Spiel. Also gehe ich da rein, James Bond ist dann hier und dann gehe ich hier hin und dahin und schon haben wir das Rätsel gelöst. Wie findest du das Feedback zu deinem RNG-Video? Sind die Meinungen so, wie du es erwartet hättest? Erstmal bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, dass es so wenig Leute angeschaut haben.
Ich dachte, es könnte ein fettes Video sein, wo Leute wirklich draufklicken wollen, weil es, ich finde, ein sehr interessantes Thema ist. Ich kann mir nur erklären, dass es nicht so viele Leute geklickt haben, weil die Leute nicht checken, was es ist. Und wenn du überhaupt keine Ahnung was hast, was es ist, ist es schwierig, drauf zu klicken. Oder es wird dir wahrscheinlich nicht vorgeschlagen, weil es so kryptischer Titel ist. Deswegen, ich habe inzwischen den Titel einmal geändert, um zu schauen, ob das was ändert. Aber es ändert wahrscheinlich nichts und das rechte Spiel unten geht nicht. Weil wie willst du das Video nennen? Ich meine, das ist RNG-Manipulation. Ist RNG-Manipulation Cheating? Ist, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Video, dass die Leute es nicht angucken. Ich dachte, es wird so eins, oh ja krass, was ist das? Oha. Aber keine Ahnung, es interessiert die Leute nicht so, wie ich dachte. Oder ich habe meinen Algorithmus kaputt gemacht mit Kack Palworlds, kann auch sein. Glaube ich aber nicht. Was die Kommentare unten anbelangt, habe ich das so erwartet. Ich habe mir schon gedacht, dass die meisten Leute da nicht groß was dagegen haben. Ich glaube, zwei Leute von... Wie viele Kommentare waren es? Also, ich glaube, es waren weit über 100 Kommentare, aber ich weiß es gerade nicht. Oder 80 Kommentare? Nee, es waren über... Waren es 300 Kommentare? Nee, so viel waren es auch nicht. Ich glaube, es sind 100 Kommentare und von den 100 Kommentaren waren irgendwie... zwei, die drunter geschrieben haben, nein, das ist Cheating. Und der eine hat sogar dann bei anderen drunter geschrieben, was laberst du, es ist Cheating. 85 Kommentare, schau. Bin ein bisschen enttäuscht vom Video. Zwei Leute haben gesagt, nee, das ist Cheaten. Die anderen haben gesagt, sie machen das auch gerne und die meisten haben gesagt, sie sehen das so wie ich. Sie machen es selber nicht, aber es ist vollkommen halt eine Methode. Aber die zwei, die gesagt haben, dass es Cheaten ist, die haben das sehr vehement gesagt. Jeder, der denkt, dass das nicht Cheaten ist, hat keine Ahnung vom Leben und gehört, keine Ahnung, also. Aber alles okay, mein Gott, kann man ja denken. Extrablatt, garantierte Shiny Pokémon, RNG-Manipulation. Ja, ich habe jetzt den Titel geändert auf... jedes Shiny bekommen durch RNG-Manipulation. Ich glaube nicht, dass das was ändert. Es ist vielleicht einfach, die Leute kennen es nicht, es klingt zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Immerhin haben sie keine Polizei gerufen. entschuldigen Sie, Herr Mind. Wir haben eine Beschwerde bekommen aus dem Internet und wir sind hier, um sie zu verhaften. Die Anschuldigungen sind sehr... sehr stark. Wir haben gehört, sie verteidigen RNG-Manipulation. Und hier in Irland ist das ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe zählt. Auf den Scheiterhaufen. Cheating, Schmieting. Wer es machen will, soll es doch, solange das Spiel sagt, dass es nicht verboten ist, alles gut. Solange das Spiel sagt, dass es nicht verboten ist. Ich meine, wann sagt dir ein Spiel, dass etwas verboten ist? Pokémon würde dir bestimmt sagen, das ist verboten. 100 Pro würde Pokémon sagen, dass das Fake ist und dass das Cheaten ist. Aber sie können nichts dagegen machen, weil das sind alles Programme, die nichts zu tun haben mit Pokémon. Durch was man sich nicht alles extrem triggern lassen kann? Ja. Wie gesagt, die Kommentare waren nicht böse geschrieben oder so. Es waren halt zwei Leute, die gesagt haben, das ist Cheating und wer anders denkt, hat keine Ahnung und so Zeug halt. Das Spiel sagt verboten, wenn man es nicht hoch auf aktuelles tauschen kann. Es gibt viele verbotene Mons, die man ohne Probleme hochtauschen kann auf Home und die man auch in Wettbewerben benutzen kann. Pokémon ist da leider nicht so dahinter, beziehungsweise es ist so leicht auszutricksen, das System, dass das kein Grund ist. Das ist, also spätestens dann, selbstverständlich, sieht das Spiel es als Fake.
Spätestens wenn das Spiel natürlich sagt, hey, das geht nicht, dann ist es natürlich fake. Aber es gibt genug Beispiele, wo, also ich kann jeder kann jedes Pokémon herstellen und Pokémon würde es nicht bemerken. Es sind nur die Leute, die sich keine Mühe damit geben oder keine Ahnung haben, die erwischt werden. Wenn du dir nur ein bisschen kurz Mühe gibst, hat Pokémon keine Chance, dich zu... Also, ja. Die Spiele sind nicht so gut programmiert, als dass man das rausfinden könnte. Ah ja, spätestens dann, selbstverständlich. Es ist erst Cheating, wenn du auf dem Pokémon-Event disqualifiziert wirst. So cheatet man sich an Deoxys. Nein! Ich will mir noch eine japanische Smaragd-Edition holen, um ein Shiny Mew zu bekommen, welches nicht von der Virtual Console-Version ist. Warum brauchst du dafür ein japanisches Smaragd? Einfach damit es legiter ist als sonst, weil du kannst es mit dem Pomeglitch auch so machen. Das Mew muss nicht japanisch sein, dass es legit ist. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, ne? Das ist etwas, was Game Freak nie bedacht hat. Genau genommen existiert Shiny Mew in Smaragd nur auf der japanischen Version. Aber wenn du durch einen Pomeglitch auf die Mew-Insel kommst und es dir fängst, sagt Game Freak dann nichts dagegen. Auch wenn, streng genommen, das Event nur in Japan stattgefunden hat. Ist halt, vielleicht wäre es ja gegangen, dass wenn man mit einer deutschen Cartridge nach Japan fliegt und dann dort das Event macht, vielleicht wäre das ja gegangen und deswegen geht es. So rein theoretisch oder sogar praktisch, vielleicht ist das sogar so. Ich bin immer noch dabei, das mit der ISD rauszufinden. Xanthos, hast du auf dem Discord geschrieben, warst du auch der, der auf YouTube das kommentiert hat? Was ist denn dein Problem? Ich habe jetzt schon mehrmals irgendwo geschrieben, er sagt doch mal, was du machen willst und du sagst es nicht. Auf dem Discord hast du es auch nicht gesagt, oder? Nee, hast du nicht. Was ist denn dein Problem? Du sagst immer nur, kann mir jemand helfen, aber du sagst nicht, mit was man dir helfen soll. Mit was kann man dir helfen? Wollte fragen, ob der Pomeglitch nur auf dem DS oder auch auf dem Game Boy Advance SP oder dem normalen Game Boy funktioniert. Das ist vollkommen egal. Das hat nichts mit dem System zu tun, wo du das machst. Du kannst es auch auf dem PC machen, wenn du Bock hast. Überall geht der Pomeglitch. Konntest du im Flieger anscheinend die Oxys ergattern? Im Flieger? Dazu komme ich gleich. Ich cheate nicht, ich quäle mich nur durch Düner-Raids mit den besten NPC-KI und Bot-Spielern. Warum tue ich mir das nur an? Tja. Leben und leben lassen, solange du es ja nur für dich selbst hast. Du schadest keinem, exakt. Solange man es nur für sich selber macht und niemand anderen mit reinzieht, negativ... Ist Cheaten vollkommen okay? Hey, Azrael. Musstest du Colosseum viermal bis zu dieser Stelle spielen oder konntest du den Spielstand kopieren? Genau genommen müsstest du es viermal zu der Stelle spielen und viermal ein starkes Morlord dir programmieren oder halt trainieren. Aber ich hatte da keinen Bock drauf und habe das einmal gemacht und habe dann den Spielstand vervierfacht. Was offiziell nicht geht, ne, das geht nur, weil meine Gamecubes gemoddet sind. Du kannst nicht einfach einen Spielstand kopieren. Ich weiß nicht, vielleicht geht es allgemein mit Spielständen auf der Gamecube. Ich glaube sogar schon. Ja, doch, da kannst du das kopieren. Aber Pokémon-Spiele schon damals, ne, das ist nicht erst heute so, dass du Pokémon-Spiele nicht auf eine Cloud packen kannst oder kopieren kannst.
Das war schon damals so. Auf der GameCube kannst du ein Pokémon-Spielstand oder Animal Crossing wahrscheinlich auch. Ich nehme mal die beiden als Beispiel, weil da weiß ich, dass es so ist. Du kannst sie nicht kopieren, weil dadurch würdest du an viele Pokémon rankommen und doppelt haben können, wenn du Spielstände kopieren könntest. Deswegen ging das schon damals nicht. Bin jetzt am Platin durchspielen, um mir Shaman und Darkrai zu resetten. Viel Spaß. Und warum willst du das da machen und nicht in BDSP? Weil du es in BDSP verpasst hast, oder? Achso, ich dachte, man kann nicht japanisches Mio aus dem Markt übertragen, dann überlege ich mal, ob ich das auf meine Edition mache. Doch, anscheinend schon. Guck einfach mal nach, wie Leute Shiny Mio resetten in Smaragd. Schau dir Videos an, wie Leute das machen, halt Shiny Hunter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Ich glaube, Absol hat ein Video dazu und er hat dann auch im Video gesagt, dass es eine Besonderheit ist, die Game Freak nicht beachtet hat. Dass dieses Event eigentlich nur japanisch ist, aber du trotzdem ein nicht japanisches Shiny Mew haben kannst. Wegen dem Pommel-Glitch. Oder jemand anderes hat das gesagt. Nee, ich glaube, das hat sogar Papa Cheffer gesagt in dem Video, wo er den Pommel-Glitch zeigt anhand von Mew. Glaube ich. Selber habe ich das nicht gemacht, also ich kann es dir nicht versprechen. Aber ich habe es oft genug, glaube ich, hier und da gehört, dass das geht. Also wenn du keinen Bock hast, Japanisch zu spielen, dann mach's einfach auf Deutsch. Vielleicht geht's nur auf Englisch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch auf Deutsch geht. Now that's what we call cheating, genau. Den Spielstand vervierfachen ist eher Cheaten als RNG-Manipulation, würde ich sagen. Also mein Problem ist folgendes. Ich muss irgendwie die Secret-ID herausfinden von meinem aktuellen Self. Wenn ich das mit dem Read-SID jetzt richtig verstanden habe, ändert das die Trainer-ID im Pass zu der Secret-ID, die ich habe. Okay, was ist jetzt deine Frage? Dann weißt du ja schon mehr als ich. 1, 2, 3, 4. Habe ich heute überhaupt schon mal... Doch, ich habe es schon mal. 1, 2, 3, 4. So, jetzt. Xentos, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. Ich spiele nebenbei PLA für die Elite-Form-Decks. Hatte jemand schon das Glück, Yoto, Sneeble, Porygon, Magnetilo, 1 auf Seelen als Elite zu finden? Das haben viele schon geschafft. Du musst einfach nur in den Zeitverzerrungen ewig suchen, bis du das Glück hast von, ich glaube, weniger als 2%, dass eins von denen Elite ist. Alle als Elite zu haben, ist sehr mies wegen den Verzerrungen. JJ, du bist ein Luxtra. Du hast die eben nicht gefangen? Ernsthaft? Ich habe gerade eben Entei's nicht gefangen? Hä, doch? Einer ist doch gestorben. Habe ich sie nicht gefangen? Hallo Fabi. Ich habe die letzten Tage auch, bevor ich nach Barcelona bin und jetzt gestern Nacht, habe ich auch ein bisschen PLA gespielt, weil ich immer noch zwei weibliche Abras brauche. Es kommen einfach keine und ich habe den Pokédex vervollständigt, was bei Abra ziemlich mies ist, weil die so unfassbar schnell weglaufen. Aber ich habe ein shiny weibliches Zubat gefunden, was mir noch gefehlt hat. Ich brauche jetzt wirklich nur noch zwei weibliche Abras, dann habe ich alle Shinies, die existieren in PLA. Und dann wäre auch das letzte, ja. Gen 1 fehlt mir dann nur noch Radfratz und Radikal und Zapdos. Das ist zumindest das, was ich aus der Liste von Slipe News so verstanden habe. Okay, was ist jetzt deine Frage? Xentos. Dann weißt du ja alles. Dann musst du es ja nur noch machen.
Hab den Gen 4 Origin Decks seit gestern auch fast fertig. Hab das Void Arceus und die Level 1 Legis auch geholt. Jetzt fehlt nur noch ein Platin Run für das zweite Shaymin. Hast du mein Tutorial benutzt, Tennis? Weil ich habe bisher noch niemanden, also von niemandem gehört, dass mein Tutorial funktioniert. Also natürlich, ich habe es geschafft mit meinem Tutorial, also sollte es gehen, aber ich habe immer Angst, dass irgendwo was, ich habe was aus Versehen was weggeschnitten oder irgendwas ist nicht verständlich. Klappt super. Okay. Gott, dieser Void Glitch. Das war so eine Arbeit. Ich habe selber noch nie meine Secret ID geändert. Anscheinend laut der Liste kannst du deine SID nicht selber rausfinden, sondern musst halt deine SID einfach umstellen. Ich dachte, du kannst sie umstellen auf das, was du willst. Aber wahrscheinlich, wenn du das so gelesen hast, ist es wahrscheinlich das Einfachste, indem du einfach deine Trainer-ID auf die SID übernimmst. Und dann ist es einfach die gleiche. Wenn das so dasteht, würde ich das einfach so nachmachen. Also mit Pommel-Glitch geht alles. Wahrscheinlich geht es auch, dass du die SID selber bestimmst, indem du eine Zahlenkombination eingibst oder sowas. Aber das ist wahrscheinlich um einiges nerviger, weil du dafür wahrscheinlich jede einzelne Stelle ändern musst. Mit ewig vielen Codes. Keine Ahnung. Okay, das heißt, ich mache jetzt nicht plus 4. Okay. Sieht man erst nach dem Fangen, ob Entei shiny ist? Ja. Kolosseum hat eine sehr einzigartige, sehr seltsame Shiny-Hunting-Methode. Hey Muck, hallo Farsky, hallo Kason. Was auch daher kommt, dass eigentlich Shinies, kann man nur vermuten, eigentlich lockt wären in Kolosseum. Weil sie sind genau genommen gelockt. Sie haben sie nur, weil sie sind eben gelockt, weil wenn jetzt ein Shiny Entei kommt, sehe ich das nicht. Weil es ist nicht Shiny. Aber sie haben dann vergessen, es zu locken, wenn ich es gefangen habe. Oh Gott, warte. Nein. Habe ich ihn genannt? NPC, der nervige Piss-Charakter, der mich hier mal durcheinander bringt. Shininess, ich weiß nicht, ob heute Shininess noch so überprüft wird, aber auf jeden Fall noch in Gen 3 eben. Er wird so überprüft, dass eben die Secret-ID genommen wird und die Trainer-ID und dann mit einer komplizierten Rechnung wird daraus ein Wert ermittelt und wenn dieser Wert kleiner ist als 16, ist das Pokémon Shiny. Also wenn du den Wert nimmst von Entei, die Secret-ID von Entei nimmst, und meine Secret-ID und meine Trainer-ID nimmst und die irgendwie zusammen verrechnest und wenn dann der Wert kleiner ist als 16, dann ist es shiny. Und das kann passieren zu 1 zu 8000. Oder sogar die 18? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es waren 16. Und das haben sie gelockt. Allerdings nur für den Gegner. Deswegen, er wirft ein Pokémon raus und es ist shiny locked. Weil egal, was für eine Trainer-ID der NPC hat und egal, was für eine ID das Entei hat, es kann nicht shiny sein. Aber wenn ich es fange, dann wird das Entei eben verglichen mit meiner Trainer-ID und SID. Und es wird nochmal überprüft, ob shiny ist. Deswegen muss ich es fangen. Weil es kann nicht shiny sein beim Gegner, aber es kann shiny sein, wenn ich es fange und es mir gehört und dann eben mit meiner ID verglichen wird. Weil halt in normalen Spielen kannst du ja nicht gegnerische Pokémon fangen. In normalen Spielen läufst du rum und da erscheint ein wildes Pokémon. Und dieses wilde Pokémon, entweder es läuft weg oder es gehört dir. Aber hier gehört es ja dem Gegner. Deswegen wird es halt, ist dieses Entei oder all die anderen fangbaren Pokémon sind halt Teil vom Gegner. Und dann sind sie Teil von dir. Deswegen ist wird zuerst gecheckt, ob shiny ist für den Gegner, da ist es shiny locked. Oder, und dann, wenn du es gefangen hast, wird es gecheckt auf dich.
Das Lustige ist dabei, du kannst hier jedes Pokémon, das du fangen kannst, später nochmal versuchen zu fangen, wenn du es hier nicht fängst. Wenn ich jetzt dieses Entei nicht fange, später ist dieser Gegner auch im Endgame. Dann kann ich den Gegner nochmal herausfordern. Dieses Entei jetzt zum Beispiel, was ich jetzt hier sehe und dann zum Beispiel besiege und nicht fange, das wird dann gelockt auf die Stats, was es hat. Das ist dann dieses eine Entei über den Rest des Spiels hinweg. Das heißt, wenn ich es später wieder finde, ist es exakt das gleiche Entei, also kann es nicht für mich shiny sein, weil meine Trainer-ID verändert sich nicht. Ne? Warte, fang. Erinnere mich an das Capikachu. Ja, ich meine, viele Shiny Hunts funktionieren so, dass es einfach verglichen wird. Also, damals alle, die werden verglichen, oder ich weiß vielleicht immer noch. Es wird einfach verglichen mit deiner ID. Azrael, vielen, vielen Dank. Eins, zwei, drei, vier. Azrael, vielen, vielen Dank für 10 Subs. Azrael, dankeschön. Stop it, you. Anscheinend ist gerade Werbung, deswegen rede ich nicht weiter und warte, bis Manticore wieder da ist. Deswegen ist die Anzeige ja da. Dann sehe ich, wahrscheinlich hat Manticore gerade, sieht mich nicht. Und jetzt sollte mich Manticore wieder sehen. Hast du 4-mal ein Kolosseum Gameplay? Ja, ich habe 4 Gamecubes und 4-mal das Spiel. Vielen Dank, bin zurück. Und deswegen, wenn du es dann nochmal später im Endgame findest, dann kann es shiny sein für den Gegner. Weil der Wert von Entei ist dann immer der gleiche. Also die Secret ID von Entei ist die gleiche. Aber dann, wenn du immer wieder den Bösen, den Gegner herausforderst, ändert sich jedes Mal die Trainer-ID vom Bösen. Also nicht nur ändert sich jetzt jedes Mal die ID von Entei, weil wir jedes Mal ein anderes Entei anschauen, es verändert sich auch die ID vom Gegner. Nur dass halt die ID vom Gegner niemals shiny sein kann im Vergleich mit Entei. Aber wenn man es dann eben nochmal findet, ist Entei fix und die ID vom Gegner ändert sich. Das heißt, es kann, wenn du es das zweite Mal herausforderst, kann es für mich nicht shiny sein. Weil ich habe ja schon gesehen, es ist das Entei und es bleibt für immer das Entei. Aber der Gegner kann es shiny haben. Das heißt, wenn ich das hier, und das habe ich ja mal sogar verkackt hier und habe ewig lang ein Igelava so shiny resettet. Ich habe Igelava shiny resettet beim zweiten Mal, wo man es findet. Und da konnte es nie für mich shiny sein, aber es hätte für den Gegner shiny sein können. Das heißt, also der Gegner hätte das Igelava rausgeworfen oder hier Entei. Es wäre shiny gewesen beim Gegner. Ich hätte es gefangen und hätte ich in mein Menü reingeguckt, wäre es nicht shiny gewesen. Das ist krass an Kolosseum. Beim ersten Mal kann es shiny für mich sein und beim zweiten Mal kann es shiny für den Gegner sein. Und das ist die krasse Herausforderung. Finde ein shiny Entei. Das wäre gar nicht möglich, oder? Finde ein shiny Entei, fange es dann nicht, was schon mal schwierig ist, ne? Wie willst du eins nicht fangen, aber wissen, dass es shiny ist? Und dann im Endgame forderst du es nochmal raus und triggerst es so oft, bis auch die ID vom also quasi der Gegner müsste die gleiche Secret ID haben wie man selber. Die Wahrscheinlichkeit will ich gerne mal ausrechnen. Muss im Milliardenbereich sein. Weil es ist ja... Ist es wahrscheinlich 1 zu 8000 mal 1 zu 8000? Nee, es muss viel höher sein.
dass der Gegner, dass Entei und ich die gleichen IDs haben, damit es alles shiny ist quasi. Kunert, dankeschön für dein Prime. 2 Monate, dankeschön. Hattest du eigentlich auch aus den Dyna Raids Shinies geholt? Und wenn ja, weißt du noch, wie lange es etwa bei dir gedauert hat? Nö. Also doch, beziehungsweise, also, aber... redest du von Dyna Abenteuern? Weil Dyna Raids ist krass. Resettest du wirklich Dyna Raids mit 1 zu 4000? Ich weiß gar nicht, ob Dyna Raids nicht dann mit Schillerpin 1 zu 1300 sind? Hallo Carmine. Legi Raids meine ich. Du meinst Abenteuer Raids, ja. Die heißen Abenteuer Raids. Das ist 1 zu 100. Nein. Ich habe kein einziges Dyna Abenteuer gemacht. Also ich habe schon ein paar gemacht, aber ich habe nie einen Legi gefunden. Ich habe nie wirklich angestrengt danach gesucht. Ich habe lieber andere Sachen gemacht als das. Aber ich kenne viele, die das machen, immer noch, jeden Tag. Und ich kann dir sagen, manche Leute finden es beim ersten Mal und manche Leute finden es erst nach einem halben Jahr. Wir haben hier den lieben Happens, der einen Xerneas gesucht hat und ich glaube, er hat 6 Monate lang nach diesem Xerneas gesucht, fast täglich. Hast du schon mal Jirachi irgendwie shiny resettet? Nein. Findest du, es würde sich lohnen, einen Customized Game Boy Advance mit Hintergrundbeleuchtung und coolem Design oder einen Game Boy Advance SP zu kaufen? Ich finde halt, der normale GBA liegt besser in der Hand und sieht besser aus. Ich kann dir das nicht sagen, was du magst. Ich habe nie tatsächlich einen SP in der Hand gehabt, noch nie. Aber alle Shiny Hunter, die ich sehe, die lieben den SP so sehr. Ich verstehe dich, ich glaube, ich mag halt diese ganzen... Das war schön vorgelesen, muss ich sagen. Außer dieses MIT. Warum kann eine niederländische Stimme nicht mit vorlesen? Sagen die nicht mit? Was heißt mit auf Niederländisch? Vielen Dank, Xentos. Dankeschön. Du wunderst dich, warum man mich nicht hört. Da bist du selber dran schuld. Du hast nämlich 10 Euro gespendet, was bedeutet, ich werde für 30 Sekunden stumm geschaltet. Die sagen MIT jedes Mal. Jetzt habe ich hier 3 Zettel. Kasan, du bist heute ein Pampros. Wie heißt es nochmal? Pamperos? Pampros? Pferd. Ich habe hier noch Azraels Zettel. Die 10 Subs. Vielen, vielen Dank. Oh, ich war heute im Fitnessstudio, meine Arme. Danke. Und Xentos, Zettel für 10 Euro, Dankeschön. Ende des Jahres kriegst du diesen Zettel zugesendet. Das sind jetzt noch einige Monate, aber sie werden nicht verschlammt. Sie kommen hier auf einen Stapel. Vielen Dank für 10 Euro und diese netten Worte. Gerne. Ich mache das einfach nur, weil es mich selber interessiert. Und wenn ich selber es rausfinden muss, mache ich halt einfach ein Video dazu, weil warum nicht? Deswegen, manche Leute schreiben unter den Videos drunter, kannst du noch das machen, kannst du noch das machen? Nee. Weil es mich selber nicht interessiert. Wenn mich ein Glitch nicht interessiert oder ich selber davon keinen Nutzen habe, dann mache ich ihn nicht. Aber wenn ich ihn halt sowieso mache, weil ich das eben, ich will einen Arceus fangen, ich will Deoxys fangen und sowas. Und dann lerne ich halt den Glitch und dann mache ich halt auch ein Video drüber, weil warum nicht?
Und jetzt lässt mich J-Gamer aufstehen. Ich meine, es war kein Leg Day. Fast geil, du bist ein kleiner Dino. Hallo? Dino. Ich erzähle gleich noch ganz viel von Barcelona, aber erst, wenn uns die Themen ausgehen. Wenn ihr keine Fragen mehr habt oder keine Themen mehr habt. Hallo, sanfter Wikinger. Was willst du machen? Also für Shiny Hand kann ich mir vorstellen, dass der SP geil ist, weil du sie halt so nebeneinander stellen kannst und die Bildschirme hochklappen kannst, ja. Und sie haben, glaube ich, auch einen Akku. Oder sie können einen Akku haben. Nee, sie haben einen Akku. Und GBA hat standardmäßig keinen Akku, sondern musst du reinmodden. GBA ist halt erst geil, wenn du ihn richtig moddest. Und auch dann hat er halt nicht dieses, dass du ihn leicht hinstellen kannst. Das stimmt schon. Aber sowieso, warum... Also du willst einfach nur einen Gameboy zum Mitnehmen wahrscheinlich. Weil wenn du Shiny Hunten willst, dann ist eine GameCube eigentlich sogar noch besser. Aber das kostet halt mehr, weil dann brauchst du nicht nur die GameCube, du brauchst das Gameboy-Player-Spiel und das... den Adapter und das wird dann teuer. Gab auch ein Akku-Pack dafür? Ja, okay, klar. Klar kannst du ein Akku-Pack kaufen und dann das da reintun und dann das Akku-Pack immer wieder aufladen, aber es wäre halt schon cooler, USB-C dran zu schließen. Hab immer einen Akku, ja. Also zum nur so spielen wird der gemoddete GBA besser sein. Wie der SP zum Shiny-Handen, aber definitiv der SP, ja. Habt ihr gesehen? Ich hab's, glaube ich, auf Twitter geliked. Der Shiny-Collector, auch ein deutscher Shiny-Hunter, der aber englische Videos macht, der hat jetzt 8 Gamecubes. Und er macht es so geil, weil bei dem sieht jede Gamecube exakt gleich aus, ist exakt gleich gemoddet, hat den exakt gleichen Modding Case, also die ist auch noch außen gemoddet, dass sie so ein geiles Schwarz hat. Und der hat einfach dann auch noch so ein Behältnis gebaut, wo die alle drin stehen. Und er hat wirklich so seinen Tisch vor sich, Bildschirme drüber und darunter einfach so 8 Gamecubes, die alle exakt identisch perfekt aussehen. 8 Stück ist zu viel. Ich finde 4 schon krass. Aber es gibt ja auch noch Leute mit 16. Aber wenn man dieses Setup sieht, ey. Ah. Aber so 8 perfekte, komplett schwarze Gamecubes. Blitzeblank. Mm. Ein Traum. Oh mein Gott, Fast Guy. Wie bist du überhaupt noch am Leben? Ich hätte ja schon längst mir die Kugel gegeben, ernsthaft. In einer Videogame. Der Fast Guy hat nämlich... Jetzt habe ich jedes Mal Angst, wenn ich das selber mache. Der Fast Guy hat die Switch gewechselt und hat seine Spielstände auf eine andere Switch rübergetan. Und sein Schwert- und Schild-Spielstand ist nicht rübergegangen und ist einfach weg. Fast Guy hat einen Pokémon-Spielstand komplett verloren mit legendären Shinies drauf. Warum waren die nicht auf Home, Fast Guy? Warum lässt du die auf einem Spiel, wo sie Gefahr sind, gelöscht zu werden? Ich habe das gelesen und dachte mir so, ich weiß nicht, was ich machen würde. In den Backrooms verschwunden. Hast du, keine Ahnung, kann man da nicht irgendwie die SD-Karte raustun? Aber die Speicherstände werden auf der SD-Karte. Keine Ahnung. Ich würde die Switch dann irgendwie modden und gucken, ob irgendwo Restbestände vom Speicherstand sind. Dass es da so eine Art Papierkorb gibt oder so.
Ich würde da nie aufgeben. Also, keine Ahnung. Spielst du auch gerade auf all deinen Gamecubes gleichzeitig? Ja, mit einem PlayStation-Controller. Aber ich habe neue Teile bestellt, wodurch das noch einfacher gehen wird. Hier bei Colosseum geht es sehr einfach, weil es halt so ein 3D-Spiel ist. Weil das System, was ich benutze, hat leider die ganze Zeit so kleine Inputs, die nicht stimmen. Aber das ist nicht so schlimm, weil Wes, also den Charakter, den man steuert, das ist nicht so schlimm, wenn da mal ein Pixel nach rechts gedrückt wird oder sowas. Aber ich wollte jetzt auch hier Shiny Deoxys resetten viermal. Und da ist es auf einmal ein Riesenunterschied, wenn auf einmal der Controller sagt, ein Pixel nach rechts. Weil dann bewegt sich dein Charakter wirklich ein Feld nach rechts und dann kannst du auf einmal nichts mehr machen. Deswegen habe ich jetzt wieder Zeug gekauft. Und es wurde auch schon verschickt. Aber es kommt aus Amerika. Damit kann ich mit meinem Game Boy Advance dann die vier Gamecubes spielen. Du hast quasi vier Empfänger. Die vier Empfänger muss ich dann an die Gamecube löten. Ich sage immer löten. Ich bleib bei löten. Nee, löten stimmt. Schweißen, sage ich immer. Schweißen. Ich muss die vier an die Gamecube schweißen. Ja, und dann hast du einen Empfänger, den du in dein Game Boy Advance steckst. Bin mal gespannt, wie lange da die Batterien dann halten in dem Game Boy Advance. Wahrscheinlich muss ich mir dann ein schönes Akku-Pack holen oder sowas. Aber ich glaube schon, die Batterien halten lange, oder? Ich meine, es fungiert nur als Controller. Das mit dem Speicher würde mich kaputt machen. Da hätte ich erstmal keine Lust mehr, das neu zu farmen. Ja, Fasky, was machst du jetzt? Sag nicht, du sitzt schon wieder an den Shinies dran, die du verloren hast. Warum waren die nicht auf Home? Deswegen existiert doch Home. Klar. Fasky sieht es nur positiv. Er kann das alles nochmal machen. Weißt du noch auswendig, was du verloren hast? Warum hast du die nicht auf Home? Entweder gebe ich jetzt viel Zeit aus, um die Datei irgendwie wiederzubekommen, wobei die Chance gering ist, oder ich fange schon mal an, alles neu zu machen. Ein Fortschritt ist schon hart, aber vielleicht hole ich mir die meist mit RNG zurück. Passt ja, dass das Thema erst vor kurzem war. Ja, ich meine, Schwert und Schild RNG geht, glaube ich, nur in den Raid Dance. Keine Ahnung, was da alles drin ist. Aber vielleicht geht es bei Abenteuer Raids, aber ich dachte eigentlich nicht. Ich dachte, es geht nur bei Raid Dance. Aber ja, würde ich auch. Das würde ich dann auch machen. Ich würde die mir einfach dann cheaten. Weil ich würde es nicht einsehen, dass ich Shinies verliere, ohne dass ich was falsch gemacht habe. Wenn Nintendo schuld ist, dass mein Speicherstand weggeht, dann baue ich die mir einfach nach. Und es tut zwar weh dann, aber der Fastguy sieht das alles viel positiver. Der sagt sich, geil, ich kann alle nochmal suchen. Geil. Wie funktioniert das bei Raids? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Tutorials gibt. Ich schätze mal, dass man irgendwann an irgendeinem NPC oder an irgendwas sieht man, was der Seed ist in Schwert und Schild, und dann stehst du vor einem Raid und drückst im richtigen Frame den Raid an oder startest halt den Raid und dann hast du dieses fette Gigamon vor dir und es ist shiny. Nur die Frage, warum das dann nur bei denen funktioniert und nicht bei jedem statischen. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so, ich habe wirklich nur dieses eine Video gemacht und mehr weiß ich auch darüber gar nicht. Ich will nicht noch mehr Blut lecken. Das ist gefährlich. Weil irgendwie ist es schon geil, aber ich will halt irgendwie schon Shinies normal suchen. Wobei, was niemand gebracht hat als Argument. Wobei doch, einer hat es, glaube ich, gebracht als Argument in den Kommentaren. Ja, doch. Wo ich komplett übereinstimme. Allein vier Gamecubes zu haben,
Und selbst wenn ich jetzt viermal das Spiel komplett bis dahin gespielt hätte, einzeln, und keinen Meisterball hätte, allein dadurch, dass ich es viermal mache, ist schon Cheaten. Was heißt Cheaten? Es ist schon, man macht es sich um einiges einfacher. Hallo, warum drückt es da oben? Fuck. Weil ich mach's mir halt viermal einfacher. Einfach nur, weil ich das Geld ausgeben wollte für vier Gamecubes. Also, wo ist da der große Unterschied? Es viermal sich leichter zu machen, indem man sich vier Gamecubes, vier Hardwares kauft. Es ist trotzdem mehr Shiny Hunten, finde ich, als RNG-Manipulation, aber da kann man auch schon anfangen zu meckern, ne? Es gibt Leute, die da meckern, die sagen, ah, da war vier Gamecubes, was sind das? Ein System, Echtzeit, Full Odds, das ist die einzige Art zu hunten. Pay for win, genau. Vier Gamecubes haben ist einfach ein IRL Shiny Charm. Oh mein Gott, stimmt. Nee, es ist sogar krasser, weil Shiny... Doch. Naja. Was bringt Shiny Charm? Es geht von... Ich weiß nicht, wie gab es einen Shiny Charm überhaupt? Doch, in Gen 5 gibt es einen Shiny Charm, ne? Wie sind die Odds gestiegen? 1 zu 8000 und mit Shiny Charm waren es dann... Weil bei 4000 ist es 1 zu 4000 auf 1 zu 1300. Was, glaube ich, dreimal ist, oder? Ich glaube, du kriegst drei Rolls, oder? Anstatt ein Roll kriegst du plus drei Rolls. Genau, also kriegst du drei Rolls plus zwei, genau. Das heißt, du hast drei Rolls. Das heißt, du machst 1 zu 4000 durch 3, ist halt irgendwie 1 zu 1300. Und bei 8000 wäre es dann 1 zu 2048. Kann sein. Ich gebe es mal kurz ein. 8192 geteilt durch 3. Also 2730 wären das. Ja, meine Chancen sind noch besser. Ich hab sogar mehr als einen Shiny Charm hier. Und ich hätte ja sogar noch eine fünfte Gamecube. Aber dann sieht es nicht mehr so schön aus. Ich weiß nicht, wohin mit der fünften. Hatte auch viele aus BDSP. Warum hast du die denn dahin? Warum stirbt gerade Entei? Hatte auch viele aus BDSP, genau in der Reihenfolge. Dialga, Giratina, alle Regis aus BDSP und Regigigas. Celebi aus Kristall, das schmerzt sehr. Rayquaza, Terrakium, Kobalium, Viridium, Latios. Latias Kaguron? Achso, Ultra. Regidrago und Regieleki, Mosquito und Kapokime, vielleicht 1 bis 2 übersehen. Du musst mir jetzt noch beantworten. Wieso zum Teufel hattest du die auf Schwert und Schild und nicht auf Home? Sag mir nicht, du sparst dir die 16 Euro im Jahr für Home und lagerst die auf Schwert und Schild. Oder waren die gar nicht auf Also hast du die nicht verloren? Mark, vielen Dank, dass du einen Sub geschenkt hast. Dankeschön. Du hättest in der Theorie eine Chance von 1 zu 2048. Genau. Das ist wirklich, als ob... Es gibt irgendwie... 1 zu 2048 ist irgendeine Shiny-Chance, die es immer noch gibt. In Kapu, glaube ich, wenn man kein Schiller-Pin hat und oder ich glaube, wenn man Eier brütet, nur mit Schillerpin ohne Masuda, ist es glaube ich 1 zu 2000. Ah, ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe quasi 1 zu 2000 hier. Aber ich sag lieber, dass ich 1 zu 8000 viermal so schnell mache. Die sahen so schön aus auf Schwert, deshalb hätte ja auch nie gerechnet, dass sowas passiert.
Ja, und jetzt kann ich dich als Exempel nehmen, dass ihr schön alle eure wertvollen Pokémon auf Home lagert. Weil wenigstens, auch wenn es trotzdem dann super unwahrscheinlich ist, aber wenigstens, wenn sie auf Home verschwinden, sei es durch Server gehen kaputt oder ihr werdet gebannt, irgendwo hat Pokémon die noch. Und ihr könnt dann mit einem Anwalt kommen. Ich sage, es ist trotzdem unwahrscheinlich, aber irgendwie könntet ihr vielleicht Pokémon kontaktieren und sagen, hey, gebt die zurück, ihr habt die irgendwo noch, da sind sicher, da sind Backups und so weiter. Und dass eine komplette Cloud verschwindet, einfach so als Fehler, ist ein bisschen unwahrscheinlicher. Deswegen packt die auf Home. Eure Switch kann vom einen auf den anderen Tag einfach in Flammen aufgehen und dann ist es auch weg. Weil Pokémon-Spiele werden nicht in einer Cloud gespeichert. Mark, du bist ein Rizeros. Gebt mir meinen Account zurück. Ja. Im April werden Full Odds Eier gebrütet in Gen 3 und 4. Du machst es. Warum? Achso, wegen Ostern, oder? Einfach. Gibt es da ein Egg-Event? Ich will eigentlich bei den Events auch mal mitmachen und so. Aber das sind immer so spezielle Events. So Rumble mache ich nicht, habe ich noch nie gehabt. Ich habe auch keine Wii. Safari hasse ich halt. Safari-Zone. Und ja. Egg-Month, Ostern. Full-Odds-Eier? Nee, das ist mir zu hart. Das ist mir zu krass. Ich meine, ich breede ja sehr gerne. Ich habe letztens Taubsi gebreedet. Weil ich habe ja die Challenge, 100.000 Eier zu brüten und schauen, was drin ist. Und ich bin jetzt bei 5.000. Und ich habe eine geile Excel-Tabelle dazu sogar gemacht, die mir das automatisch ausrechnet und sowas. Und ich bin jetzt schon bei 5.000 Eiern. Ich bin die ganze Zeit, egal, also wenn ich mehr Shinies finde, weniger Shinies finde, mehr Eier ausbrüte, es bleibt dauernd bei der ungefähr 1 zu 500. Das ist voll krass. Ich kann ewig lang keinen Shiny finden aus Eiern. Dann auf einmal kommen drei hintereinander und es bleibt ständig bei dieser 1 zu 500. Das will ich mit dem Video eben zeigen. Aber ich muss noch nicht mal eigentlich 100.000 ausbrüten, um das zu zeigen. Jetzt bei 5.000 ist es immer noch einfach 1 zu 500. Aber wenn ich das 100.000 Mal mache, wahrscheinlich steht da dann tatsächlich 1 zu 512, weil es so genau ist. Weil das Schicksal es so will. Nee, aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass 100.000 ewig dauert. Ich meine, ich bin jetzt erst bei 5%. Und ich mache das schon echt lange. 5.000 Eier. 5.000 Eier ist gar nicht so viel. Aber in den 5.000 Eiern waren jetzt schon 11 oder 12 Shinies. Und es gibt einfach Leute, die brüten 8.000 Eier und haben kein Shinies. Und ich habe schon 12. Aber allein das auch zu sehen, in 100.000 Eiern wird es irgendwann so eine richtige Trockenphase geben, wo ich 10.000 brüte, ohne ein Shiny drin zu haben. Deswegen will ich eigentlich schon 100.000 machen, weil daran sieht man halt diese Statistik so krass. Ja, vielleicht mache ich auch noch 50.000. Ja, und am Ende ist das Verhältnis 1 zu 513, dann sterbe ich. Nee, es wird wahrscheinlich so irgendwas halt um den Dreh rum sein. Roma Week gibt's auch noch, genau. Aber das können wir nicht einfach mal Shiny Week machen? In Let's Go ohne Schillerpin, aber mit Lockpuffer ist 1 zu 2000. Hm. Es gibt auch Leute, die brüten 9900 Eier, um einen Shiny zu bekommen. Und welches war es dann? Ich sage ja, und ich habe 5000 gebrütet und bin schon bei 12 Shinies. Was mir gerade noch eingefallen ist, das Void Arceus habe ich mir mit Gengar schlafen gelegt und im 13. Pokéball war es drin. Obwohl
Ja, das ist krass. Ich meine, ich habe ja auch Hypnose benutzt. Aber es ist halt immer wieder aufgewacht. Ich meine, ich konnte mich auch nicht beschweren. Das Arceus war bei mir auch bei, was? 80? Nee, weniger. Wie viel waren es? 60? Ich glaube, 60 waren es. Tentacha. War es wenigstens das coole Tentacha aus Gen 2, was dich vor einem Softlock schützt. Wobei, das brütet man nicht aus Eiern. Was rede ich da? Ich meine, das ist auch eine coole Shiny Hand. Das Tentacha aus Gen 2 auf der Insel, was einen vor dem Softlock bewahrt, das kann man Shiny handen. Who's that Pokémon? Hey, wobei, wir schauen erstmal, ob es shiny ist. Das würde ich mir nie verzeihen. Nope. Who's that Pokémon? Too easy. Too easy. Is this too easy? Das bist du. Hallo, Beleidigung. Bann den Mod. Ist es ein Glurak? Nein. Man kann auch die Level 1 Legis in HGSS resetten. Stimmt. Oh Gott. Aber der Reset. Kannst du das speichern? Nee, du musst die ganze Zeit diese ewige Cutscene anschauen. Ich glaube, die Cutscene geht 2 Minuten. Cutscene ist echt ewig lang. Mensch, Leute, habt ihr nicht Kecleon erraten? Moment, Shiny Kecleon. Shiny! Wenigstens ein Shiny heute. Shiny Kecleon. Das fehlt mir noch. Ich habe das gar nicht. Ich finde aber, ich habe mich bisher davor gesträubt, dieses Shiny Kecleon zu handeln. Auch wenn man es einfach, glaube ich, in BDSP könnte man es brüten, aber ich glaube sogar ein Schwert und Schild. Nee, BDSP glaube ich bloß. Ah! Ditto. Ditto. Jetzt kann ich nicht weitermachen, weil ich sehe nichts. Ich sehe nur meinen eigenen Rücken. Ich sehe nur ein triefendes Ditto. Und es sagt Hallo. Das ist ja cool. Findet ihr? Findet ihr meinen Kabelsalat auch cool? Es ist kein Kabelsalat, es ist Kabelspaghetti. Kabelspaghetti. Weg. Ist das Merch? Nö. Das wäre eine schöne Copyright-Verletzung vom anderen Stern. Das haben mir ein paar Zuschauer geschenkt zum Geburtstag. Was habe ich gerade gesagt? Ach ja, es war Kecleon. Aber ich wüsste nicht, in Gen 3 in Smaragd könnte man halt Kecleon, was da so steht, Shiny Hunten. Aber es ist schon hart. Schon hart. Aber Kecleon ist so ein cooles. Aber die Level 1 Legis, das wäre eine kranke Hand. Ich habe Palkia und Dialga noch nicht in Shiny. Giratina will ich mir in der Zerrwelt holen. Okay, Viva Barcelona. Barcelona war cool. Ich habe keinen Shiny Deoxys gefunden. Aber ich habe sehr viel das Lesen wieder für mich entdeckt.
Ich habe auf dem Hinflug und auf dem Rückflug gelesen, mein Kindle. Heißt eigentlich Kindle oder Kindle? Ich sage immer Kindle. Aber wahrscheinlich, weil ich Münchner Kindle sage. Und ich bin auch ein Münchner Kindle. Nicht laut Wikipedia der Definition, aber im Herzen bin ich ein Münchner Kindle. Münchner Kindle zu sein ist quasi unmöglich. Drei Generationen müssen münchnerisch sein. In München geboren sein. Wenn du irgendwann den Q-Charm-Glitch machen solltest, bekommst du easy das Kecleon. Ah, jetzt sag doch nicht sowas. Oh, jetzt habe ich Bock, das zu machen. Weil es dann 20% ist, und dann könnte ich mich einfach vor das Kecleon stellen. Oh la la. Ich meine, ich könnte es tun, aber ich habe jetzt eigentlich gesagt, ich kümmere mich jetzt 100% um das Gen 4 Origin Dex Video. Anubis, sei ruhig. Nervsack. Ich esse keinen Salat, ich bin kein Zebra. Das sagen nur Idioten sowas. Komm schon. Salziges Popcorn, okay. Das ist überfällig. Schon lange überfällig. Ich war lange nicht mehr gemein. Dich erwischt's heute. Ich war heute so gut drauf die ganze Zeit. Das Gemeinsein hat sich angestaut in mir. Zweite Regel in diesem Stream: Sei kein nerviger Idiot. Und du bist es seit Wochen. Okay. Jetzt kann ich wieder in Ruhe über komplett belanglose Sachen reden. Genau, Q-Charm. Ich will mich komplett konzentrieren auf das Origin Dex 4 Video. Ich habe nur das Intro geschrieben bisher. Also ein Absatz. Oh mein Gott, lass mich da rein, dumme Cosima. Oh mein Gott, Cosima, geh weg. Ja. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich für 3 Wochen kein Video geben, weil so lang brauche ich mindestens. Ne, ich werde viel länger brauchen. Aber ich muss mich da komplett draufstürzen. Ich kann nicht. Immer wenn ich ein Video pro Woche mache, habe ich die Woche keine Zeit, was anderes zu machen. Außer ich stream nicht. Also entweder mache ich immer noch ein Video pro Woche und stream nicht. Oder ich konzentriere mich jetzt komplett auf das Gen 4 Video und stream. Keine Ahnung. Aber ich muss das Gen 4 Video mal machen, weil ich habe Bock, Gen 5 anzufangen. Aber ich kann nicht Gen 5 anfangen, bevor ich nicht Gen 4 rausgebracht habe. Ich bin jetzt schon durcheinander, was ich überhaupt in Gen 4 schreiben soll. Ich habe es alles vergessen, weil es so lange her ist, dass es das passiert ist. Oder ich mache das Video im Stream. Wie? Genau, ich habe hauptsächlich gelesen, Stephen King auf meinem Kindle. Und habe im Hotel in der Nacht beim Fernsehen ein bisschen Deoxys resettet. Ich glaube, ich habe so. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Zahl da addieren soll. Mindestens 100. Ich weiß nicht, ob es 200 waren. Wie viel sind denn? Ich habe sicher 5 Stunden resettet. Was wären 5 Stunden? Sagen wir ein Reset pro Minute, was viel zu viel ist, aber oder halt zu wenig ist, weil es geht eigentlich schneller als eine Minute. 5 Stunden ist 5 mal 60. Sind 300? Ah, ich kann doch nicht 300 Deoxys resettet haben. Aber rein mathematisch war es sogar mehr. Video im Stream ist gleich 40 Stunden Stream und dann die Hälfte fertig und pennen gehen. Es ist technisch nicht möglich, ein Video im Stream aufzunehmen und zu schneiden.
Das ist technisch schon möglich. Also die eine Hälfte ist technisch nicht möglich, aber die andere Hälfte ist für euch kein Content und ich werde sicher nicht euch zeigen, wie ich Videos schneide. Dafür ist Patreon da. Abonniert mich auf Patreon, dann seht ihr, wie ich Videos schneide und Bilder mache und aufnehme. Ein guter Zwilling kann das Video schneiden. Welcher Zwilling? Ja. 1, 2, 3, 4. Auf den Gameplay-Player zu starten, ey. So. Schau, ab und zu, einer von denen ist immer so ein bisschen ein Pixel nach rumgehen und wenn es um Menüs geht, ist es dann sehr anstrengend. Wie viel Stunden Material musst du für Gen 4 zurechtschneiden? Das sind, wenn ich die vorherigen im Kopf habe, doch etliche Stunden drin, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist aber auch kein Indiz, wie lang ein Video dauert. Ich kann dir sagen, wie viel Gigabyte es sind. Der Gen 4 Ordner ist 135 Gigabyte groß, was nicht viel ist. 135 Gigabyte. Und da sind zum Beispiel das Let's Play. Ich habe es diesmal alles schön benannt. Let's Play geht von Teil 1 bis Teil 7. Wo... Jeder ist wahrscheinlich so 4 Stunden lang ungefähr im Schnitt, wenn ich so gucke. Warum ist das nur 10 Minuten lang? Ach, 5a. Ja, doch 7. 7 Teile einfach nur das durchzuspielen und im Schnitt würde ich sagen 4 Stunden lang. Das heißt, allein 4 mal 7 ist der erste Spieldurchgang gewesen. Aber so schneide ich nicht die Videos. So mache ich keine Videos. Also ich gucke mir das nicht an und schneide es zurecht, sondern ich nehme ein neues Video auf. Also ich schreibe zuerst ein Skript, was wahrscheinlich so 15 bis 20 Seiten lang ist. Dann nehme ich dieses Skript auf. Diesmal will ich auch Teile draußen aufnehmen. Ich habe mir extra Wireless-Mikrofone gekauft, damit ich draußen in der Natur aufnehmen kann. Weiß ich aber noch nicht, ob das Sinn macht. Dann müsste ich das Skript so schreiben, dass es Sinn macht, dass ich draußen bin. Vielleicht wird das wird auf jeden Fall eine technische Hölle. Und dann nehme ich quasi das Skript auf. Weißt du, so wie in den anderen Teilen, wo ich vorm Greenscreen stand und dann das erklärt habe und das und dann war ich da und bin da ins Wasser gesprungen oder was nicht alles. Das nehme ich auf und das ist dann die Dramaturgie, das, was passiert. Dann je nachdem, was ich sage, schneide ich Gameplay, was wir über Wochen, Monaten hier aufgenommen haben, schneide ich da drunter. Das heißt, das, was ich aufgenommen habe bis jetzt, muss ich nicht durchgucken. Ich weiß, wo die Sachen sind, weil ich die Dateien so benannt habe. Das heißt, ich sage zum Beispiel, und dann habe ich... Was ist das für ein Kack? Ich sage zum Beispiel, und dann habe ich die Fossilien gesucht und es war der absolute Kack und ich hasse Fossilien in Gen 4 und ich kann nicht verstehen, warum Leute den Untergrund in Gen 4 mögen. Es war das Schrecklichste im ganzen Spiel. Ich hasse den Untergrund. Und dann weiß ich ganz genau, in diesen 3 Stunden hier ist der Untergrund drin und dann scrabbe ich das so durch und gucke, okay, das sieht cool aus, packe ich das rein, das sieht cool aus, packe ich das rein, das sieht cool aus, packe ich das rein. Das heißt, ich nehme jetzt nicht irgendwie 30 Stunden Videomaterial, gucke das an und schneide das zurecht, sondern das wird alles neu aufgenommen und neu geschnitten. Ich könnte es noch viel besser machen, indem ich von allem Coolen, was passiert, Clips mache. Das vergesse ich immer. Weil das jetzt so lange her ist, dass wir das gemacht haben, kann es halt sein, dass ich coole Sachen vergessen habe, die passiert sind. Aber wenn ich es vergessen habe, war es nicht so cool. La Blase, Dankeschön für dein Prime.
Eine Außenreportage, genau. Eilmeldung vom See des Zorns. See der Kühnheit. Es gibt auch die Seen See der Kühnheit, See der Weisheit und See des Mutes. Gab es die drei? Was sind die drei Seegeister? Ich meine, es gibt hier viele Seen. Ich könnte zu jedem See hingehen, verschiedenem See hingehen. Kannst ja zu einer archäologischen Ausgrabung fahren. Mhm. Ich checke so viele Tränen in meine Videos. Ja. Letztes Mal habe ich mir gesagt, ich mache mir nie wieder so viel Mühe. Und jetzt bin ich kurz davor und denke mir, ach, ich habe schon Bock, mir Mühe zu geben. Es ist nur jedes Mal so herzzerreißend, wenn die Videos nicht gut klicken. Und das Video wird nicht gut klicken. Gut klicken wäre für mich instant 20.000 Aufrufe. Und ich glaube, es wird nicht mal 10.000 kriegen im ersten Monat. Deswegen bin ich so, soll ich mir wirklich so viel Mühe geben? Auf der anderen Seite, die, die es auf jeden Fall anschauen werden, also ihr freut euch, wenn ich mir Mühe gebe. Aber es hält einen, keine Ahnung, es ist einfach, wenn ich weiß, dass es ein Stundenlohn von nicht mal einem Euro wird, es ist schwer überhaupt damit anzufangen. Wenn ich jetzt wüsste, dass das Video einfach 100.000 Klicks kriegt, hätte ich so Bock. Aber es ist schwer, was anzufangen, von dem man weiß, dass es lang nicht so viele Leute sehen werden. Aber natürlich, für manche Leute ist halt 5.000 viel. Für mich ist leider 5.000 nicht mehr viel. Für mich wäre 100.000 viel. Und dass jetzt das RNG-Video auch so schlecht performt hat, das war jetzt auch keine Hilfe dabei. Erox, du bist ein Muramura. Muramura. Welches Video geht's? Um alle. Nee, Gen 4. Also allgemein geht's um alle, aber ich werde mich jetzt durchgehend an das Gen 4 Video setzen. Ich muss halt diese ganzen Sachen gleichzeitig machen. Ich muss halt gleichzeitig Deoxys und Entei suchen. Andere machen das anders. Zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel, wie heißt er? John Stone? Da wirkt es von außen so, als würde der immer ein Projekt nacheinander machen. Jetzt gerade hat er das Projekt, einen perfekten Living Dex in Gen 3 zu machen. Was krank ist. Und der streamt seit 2 Wochen durch, so ungefähr. Oder seit 3 Wochen streamt er einfach durch. Und ist jetzt fast fertig. Und dann setzt er sich hin und powert 1 Woche durch und hat das Video fertig. Aber dafür gibt es halt bei dem 1 Monat lang kein Video. Und es ist halt, keine Ahnung, der streamt 2 Stunden, zwei Wochen am Stück. Dann schneidet er 2 Wochen lang und dann gibt es ein Video. Das ist immer ein Projekt vom nächsten Projekt vom nächsten Projekt. Und ich mache halt gleichzeitig viele Projekte, damit ich im Schnitt einmal pro Woche ein Video rausbringen kann. Weil wenn ich Sachen gleichzeitig mache, werden auch manchmal gleichzeitig Sachen fertig. Oder sie werden halt nacheinander schneller fertig, als wenn ich es nacheinander mache. Weil es kann sein, dass Entei einfach noch ein halbes Jahr dauert, bis es kommt. Und ich kann ja jetzt nicht ein halbes Jahr hier sitzen und warten, dass es kommt und in der Zeit nichts anderes machen. Hast du das Skript tatsächlich letzte Woche gemacht? Nee, ich habe nur ein Intro geschrieben, was ein Absatz ist. Es ist schwer, da anzufangen, weil ich weiß, was das für ein Riesenprojekt ist und was das einfach, wie viel Zeit und wie viel Frust ich da investieren werde, weil die ersten 3 Videos waren schon Riesenfrust und waren schon so krank einfach. Aber deswegen, ich mache jetzt einfach nichts anderes, außer streamen. Und immer wenn ich nicht streame, werde ich jetzt Gen 4 machen. Ich habe so viele andere Videos, die ich noch machen könnte. Ich habe vor Ewigkeiten ein Video geschrieben über den Pokerus.
Ich wollte ein cooles, lustiges Video machen über den Pokerus. Das könnte ich jederzeit machen. Dann den Q-Charm-Glitch, da könnte ich ein Video drüber machen. Das sind Videos, die schaffe ich in einer Woche. Das heißt, ich habe jede Woche ein Video, was ich rausbringen könnte. Aber umso mehr ich davon mache, desto weniger komme ich voran in Gen 4. Und ich habe langsam Bock, Gen 5 anzufangen. Ich check auch gar nicht, wie du so schnell Gen 1 bis 3 machen konntest. Was? Ich habe voll lang gebraucht. Ich kenne jemanden, der liebe Dave, der ist aber, glaube ich, gerade nicht da, der, wie lange hat er gebraucht? Der hat für Gen 1 bis 9, glaube ich, 3 Monate gebraucht. 2 Monate. Wenn du nichts anderes machst, geht es sehr schnell. Nur ich brauche so lang und ich brauche wirklich lang. Ich glaube, also ich... Aber die Videos kamen in relativ kurzer Zeit. Was? Nein. Da stecken jedes Mal 4 Monate dazwischen. Nee, ich finde, ich könnte es alles viel, viel schneller machen. Aber ich mache halt so viele Sachen gleichzeitig. Wie hat das Video mit Pokémon Bank performt? Du meinst das Transfervideo? Sehr schlecht, aber das wusste ich. Das habe ich dir auch schon gesagt. Du hast aber gesagt, ich soll das ja machen. Und ich habe es nur gemacht, weil so viele Leute immer wieder gefragt haben. Das Schöne ist, Leute fragen immer noch, weil sie das Video nicht anschauen wollen, weil es zu lang ist, was mir auch klar war. Keiner hat Bock, wegen einer kleinen Sache 45 Minuten anzuschauen und rauszufinden, wo ihre Frage beantwortet wird. Das Video hat 10 von 10. Es hat super schlecht performt. Logischerweise. Es ist ein 45-minütiges... Ich zeige mit dem Mauszeiger auf ein Bild und erkläre ein Bild. Das war ein reines Tutorial-Video, was Leute aufrufen können, wenn sie Fragen haben, anstatt mich zu fragen oder anstatt englische Reddits durchzulesen. Aber das ist kein Video, was Leute anklicken, um Spaß zu haben. Also ich fand den Deoxys wieder super. Danke, das war ein sehr guter Name vom lieben Happens. Hallo Cynthia. Ist wie ein Film zu produzieren. Ja, ohne viele Sachen, die ein Film noch braucht, wie Schauspieler. Ich meine, klar, du kannst YouTube-Videos machen mit Schauspielern, mit einer Produktion, mit Casting und was nicht allem. Die im Hintergrund müssen ackern, damit die Konsumenten es genießen können, welche beim Schauen natürlich den einfachsten oder fast gar keinen Job haben. Ja. Wenn man die alten Pokémon-Generationen nachholen will, ist es dann sinnvoll, sich einen gemoddeten DS zu holen. Da wäre ja theoretisch alles mit möglich, auch die Pokémon dann auf Form zu bekommen. Wenn du keinen Bank und Mover hast, musst du dir einen gemoddeten DS holen, sonst kannst du gar nichts machen. Ich weiß nicht, was du genau meinst. Weil... Wenn du meinst cheaten, ja, erst recht. Wenn du dann einen DS hast, kannst du einfach jedes Pokémon erstellen und dir auf Home drauf cheaten. Aber allein, wenn du es alles legit machen willst, musst du schon den DS modden, weil du wahrscheinlich keinen Bank und keinen Mover hast. Außer du hast bereits alle Spiele gekauft, die existieren und hast Bank und Mover auf deinem DS drauf. Und wenn du es nicht hast, musst du modden. Wie laufen deine Shorts? Ich mache keine Shorts. Ich mache sehr selten Shorts. Ich mache nur einen Short, wenn wirklich irgendwas Krasses passiert ist. Über welches Short hast du mich gefunden? Hätte ich nicht gedacht, dass es so schlecht performt. Warum hättest du gedacht, dass es gut performt? Das ist ein winzig kleiner Bruchteil an Menschen. Erstens müssen die deutsch sein, weil es ist ein deutsches Video. Die Videos gibt es ohne Ende auf Englisch. Das heißt, Leute, die sich damit auskennen und kein Problem damit haben, Sachen auf Englisch rauszufinden, wissen das alles schon, was ich in dem Video gesagt habe. Das heißt, die kleine Schnittmenge besteht aus Leuten, die Sachen nur auf Deutsch konsumieren oder es auch gerne auf Deutsch konsumieren. Leute, die tatsächlich diese Infos haben wollen, was krasse Nischeninfos sind
Wie transportiert man ein Gen 3 Pokémon von Kolosseum auf Smaragd? Das ist eine Nischeninfo. Vor allem, wenn du das wirklich machen willst, weißt du es wahrscheinlich schon. Weil es informativ ist. Ja, aber für einen minimalen Bruchteil von YouTube-Usern. Ein Video, was gut performt, ist etwas wie: So habe ich 100 Shinies in 30 Minuten gefunden. Weil das interessiert verdammt viele Leute in der Pokémon-Community. Und es ist entertaining und dies, das. Und du hast einen krassen Titel. Du kannst ein krasses Thumbnail machen und so weiter. Pokémon ist allgemein nur ein Bruchteil, richtig. Und dann befinden wir uns noch in einem Mini-Bruchteil. Ich würde sagen, wenn wir sagen, Pokémon ist 100%, dann glaube ich, ist die Leute, die interessiert, wie man Pokémon, also auf Deutsch auch noch das Video, wie man, also ich würde sagen, allein der deutsche Anteil an Pokémon-Fans, also die deutsche Pokémon-Videos anschauen, wäre schon, wenn wir sagen, Pokémon international ist 100%, wäre glaube ich schon bei 2%. Dann von den 2%, glaube ich, interessiert das, was ich allgemein mache, vielleicht 20%. Und von den 20% interessiert das mit dem Transfer vielleicht, keine Ahnung, 10%. Wie viel sind es jetzt? 0,0000? Verdammt wenig. Also ja, auch okay. Wie gesagt, ich habe das Video gemacht, um ein Video zu haben. Und auf das ich immer zurückleiten kann. Das ist quasi ein Video für mich, dass ich sagen kann, hey, dich interessiert das? Ich könnte dir jetzt einen ewigen Text schreiben, wie das geht. Kein Bock, guck dir das an. Da habe ich mir die Mühe gemacht, guck dir das an, dann wirst du alles wissen, was du gerade gefragt hast. Und ich muss es nicht in der DIN A4-Seite erklären. Weil wenn man es genau erklären möchte, müsste ich jedes Mal eine DIN A4-Seite labern, weil das... Es gibt halt überall einen Haken und dann hier und da, aber das nicht, wenn das doch und if this, then that und auch. Aber ich ging davon aus, dass in der Pokémon-Community viel interessiert, wie sie ihre Pokémon auf ihre Switch bekommen, aber die Pokémon-Spiele allgemein scheinen einfach viel zu casual zu sein. Erstens das meiste bei allem ist der größte Anteil natürlich casual, deswegen heißt es casual. Und du darfst nie unterschätzen, wie viele Leute das schon wissen, weil es ist keine Raketen, wie sagt man, Physik, das zu wissen. Das meiste ist halt logisch. Wenn du Pokémon Bank kennst, weißt du, wie sie funktioniert. Und die es nicht wissen, die, keine Ahnung. Und dann gibt es halt die sehr spezifischen Sachen, wo ich sage, das ist logisch, dass man das nicht weiß. Keine Ahnung, zum Beispiel, dass man immer das zwischen Ranch und Diamant ist es okay, wenn du, musst du die gleiche Sprache haben, aber zwischen Pokéwalker und HGSS musst du nicht die gleiche Sprache haben. Das sind so kleine Minisachen, die kannst du nicht wissen, die müsstest du auf Reddit nachlesen. Aber wer sagt denn, dass dir das überhaupt in dem Video beantwortet wird? Weißt du? Du hast da ein riesiges Video, was 50 Minuten geht. Und du hast eine Frage im Kopf. Glaubst du guckst dir dieses 50-Minuten-Video an? Raketenwissenschaft, genau. Ist ja auch egal. Mir war das klar, dass das nicht gut performt. Aber ich hab's wirklich aus Eigenzweck gemacht. Hören wir da. Shiny Primus Vince, dankeschön für 5 Monate. Ich gab das Video für Support abgeschaut. Was? Gen 5 sollte schnell gehen. Gen 5 an sich des Spiels ist aber, glaube ich, größer als Gen 4.
In Gen 4 konnte ich zwar mehr Sachen machen wegen ganzen Glitches. Das hat Gen 5 nicht, aber Gen 5 hat so viel mehr Pokémon und eine so viel längere Story, glaube ich. Und ich habe Gen 5 vor allem noch nie wirklich gespielt. Ich habe Gen 5 nur mal gespielt als Challenge, als No-XP-Challenge. Ich glaube, Schwarz durchgespielt, ohne XP zu verdienen. Das war cool, das war hart. Aber ich habe deswegen nicht viel gemacht in dem Spiel. Außer die stärksten Pokémon gefangen. Hör bitte nicht mit dem Projekt Origin Dex auf. Nö. Aber Gen 7 wird das letzte sein, wenn überhaupt ich Gen 7 mache. Gen 6 hat noch Vivillons, das wird krass. Gen 7 hat halt nichts, was Interessantes. Gen 8 hat dann wieder die Hokomils, aber das ist auch kein Video wert. Deswegen, Origin Dex mache ich fertig, aber... 5 wird noch interessant, 6 kann noch interessant sein und 7 ist schon nichts mehr. Wie machst du das viermal gleichzeitig? Ich habe 4 Gamecubes, die ich dank eines Adapters mit einem Controller steuern kann. Also das, was du hier siehst, passiert tatsächlich. Es ist keine Hexerei, es ist keine Zauberei, es ist einfach viermal spiele ich das gleiche Spiel. Hattest du das Gefühl, ich schlafe ein? Physisch viermal, ja, wenn jemand Security Cam macht, kannst du sie auch sehen. Die 4 Gamecubes stehen neben mir. Es ist ein Wunder, dass ihr das Rauschen von denen nicht hört, weil die sind sehr laut. Demon King, dankeschön für 400 Subs. Gerade habe ich gedacht, sag nicht Euro, sag jetzt nicht schon wieder Euro. Und dann habe ich Subs gesagt. Dankeschön für 400 Bits, Demon King. Da sind die 4. Da ist der Adapter, der in allen 4 drin steckt. Und da ist der Controller. Und jetzt kann ich nicht weiterspielen. Du hast Deoxys um 5 Frames verfehlt. So schnell hast du deine Secret ID jetzt geschafft zu ändern? Aber 5 Frames ist, da würde ich nicht nochmal kalkulieren. Mach einfach nochmal. Irgendwann triffst du den. Hallo Toni. Gen 5 ist trotzdem überschaubar. Ja. Ich hätte ja schon Bock, um Gen 5 so richtig kennenzulernen, muss man alle Achievements dort machen. Das, was John Stone vor kurzem gemacht hat. Und ich hätte da schon Bock drauf. Aber auf der anderen Seite, das ist wieder ein eigenes riesiges Projekt, was mich sicher Monate kosten würde. Spiele aktuell Ultramond, Gott ist das Spiel ein Krampf und der Rivale kann endlich mal was. Der Rivale kann was in Ultramond? Ernsthaft? Ich dachte, nein. Kann der was? Irgendjemand der Meinung, dass Tali was kann in Ultramond, Ultrasonne? Wer denkt, Tali ist der... Ist ja nicht sackenschwach. So wie alle Rivalen nach Gen 6. Er kann nerven, ja. Er redet nicht von Tali. Achso. Gladio. Ich kenne nur Tali. Wenn es da noch einen anderen gibt. Doch, du meinst Tali? Tali! Die Rivalen sind doch alle ein Witz seit Gen 7. Im 6 kann man auch sagen, es ist krass, weil es einfach 3 Rivalen gibt. Aber auch da war das nicht so hart, oder? Ich glaube, in 5 ist es hart. Bin mal gespannt, wie oft ich draufgehe. In Gen 5 muss ich dann einfach einen Death Counter haben, wahrscheinlich.
besser als Hop. Tali ist halt Hop. Nur in einem anderen Skin. Ich habe die Secret ID nur gelesen über den Read SID Code. Ja, du hast ja schon... aber das ist krass, das heißt, es geht doch, okay. Aber wenn du ja gegengecheckt hast und gerade gesagt hast, du hast es um 5 verpasst und du siehst ja, dass du das hast mit den Stats und sowas, dann ist es ja schon bewiesen, dass es stimmt. Also wenn du hast ja gerade ein Deoxys eingegeben in das Programm und dann siehst du ja die Stats davon. Das heißt, du siehst ja, dass es funktioniert. Sonst würde es ja was ganz anderes anzeigen, was komplett unlogisch wäre. Wird der Stream wirklich bei 100 Euro oder Bits beendet? 100 Euro und 10.000 Bits, also halt 100 Euro im Wert. Ja. Und derjenige, der das macht, der darf dann entscheiden, ob ich wieder online komme oder nicht. Aber ja, 100 Euro sind es mir wert, dass der Stream einfach beendet wird. Und ich darf nicht online kommen. Außer der Spender, die Spenderin erlaubt es natürlich. Wir vergleichen hier Scheiße mit Scheiße. Ja. Tali und Hop. Dachte Gladio, weil das Einzige, was ich an irgendeinem Rivalen der 3DS-Ära nervig fand, war Amigento, weil der mich teilweise outspeedet hatte. Wenn es gibt einen, der Amigento hat? Im Battle Tower doch bestimmt bloß, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wenn ich da bin. Irgendwann. Ich weiß nicht mal, wer Gladio ist. Ich habe Sonne, Mond ja wirklich noch nicht gespielt, aber ich behaupte vehement, dass es die schlechtesten Pokémon-Spiele sind. Ich bin mir sicher, wenn ich mit der Einstellung schon reingehe, wird sich sie nicht ändern. Der hat in der Story Typ 0. Und später vielleicht Amigento. So, was hören wir jetzt? Telepop-Musik. Sind auch mit die schlechtesten Spiele, die ich gespielt habe. Sonne und Mond sind halt auch scheiße. Es gibt sehr viele, die die Spiele verteidigen. Aber klar, mei. Jeder erwartet oder will was anderes von Spielen. Manche legen Wert auf eine herzallerliebste kindliche Story. Und dann bist du, glaube ich, bei Sonne und Mond gut dabei. Andere legen Wert darauf, dass wir so wenig Story wie möglich haben, um uns nicht mit A durchzudrücken. Und dann ist Sonne und Mond halt eine Qual. Ich brauche das Magiana vom QR-Code. Hm. Vergiss nicht, dass das Magiana... Ah nee, nicht das Magiana. Das Magiana hat die OT von dem Spiel, von dem du es dir holst. Aber das Magiana Pokéball, das Pokéball Magiana, das bekommt die OT von deinem Account, den du hast auf Pokémon Home auf dem Handy. Seid da nicht überrascht, wenn auf einmal, Moment mal. Seid da nicht überrascht, dass auf einmal hat es einen anderen Namen. Passt auf, dass ihr die gleiche OT habt. Auf eurer Pokémon Home App. Und noch ein guter Grund, Sonne und Mond zu mögen, ist, wenn es das allererste Pokémon-Spiel war. Weißt du schon, wann du ungefähr das Video zur Origin Dex 4 machst? Das mache ich seit 3 Monaten. Du meinst, wann es fertig ist? Wahrscheinlich in einem Monat. Ich hatte immer als Joke März gesagt. Im Dezember schon habe ich gesagt März und jetzt wird es tatsächlich März.
Ich hätte noch gern einen Aufhänger. Ich hätte gern. Ich würde es wirklich gern. Also, ich habe eine Sache vorgenommen dieses Jahr, ist, dass ich zwei Videos draußen aufnehme. Aber vielleicht ist es noch nicht das Gen 4 Video, was ich draußen aufnehme. Es sollte auch schöneres Wetter sein. Zurzeit ist es hier nicht sehr schönes Wetter. Ich wüsste auch nicht, was ich für einen Aufhänger hätte. Zum Beispiel Oliver MKP hat halt ein Video draußen gemacht zum Pokewalker. Es macht halt Sinn, ne? Der Pokewalker verdient ein Video, das man draußen aufnimmt. Natürlich. Aber warum sollte ich Gen 4 draußen aufnehmen? Was ist da der... Das macht keinen Sinn, einfach draußen rumzulaufen und zu labern. Vor allem wie? Muss ich einen Kameramann haben? Muss Rosa mich draußen aufnehmen? Oh Gott. Ist doch jetzt Sinnoh Tour in Go. Boah, ich habe Go in Barcelona nicht mal aufgemacht. Es ist zurzeit so tot für mich, dieses Spiel. Ich find's so uninteressant. Hallo Bettenbaron. Nobby, dankeschön für 14 Monate. Ich glaube, an Go stört mich, dass sich so viel verändert die ganze Zeit in Go und so viele Events sind, sodass man nie das Gefühl hat, man kann mit etwas fertig sein. Ich mag es nicht, dass ich Go 24/7 spielen müsste, um ansatzweise das Gefühl zu haben, ich schaffe alles. Und so viel möchte ich dem Spiel nicht Zeit geben. Aber das ist ja, früher war es halt noch so, dass du sagst, okay, ich spiele einmal am Tag eine halbe Stunde, gehe raus am Wochenende und ich kann alles nachholen, ich kann alles machen, ich kann alle Quests machen, ich kann die Pokémon sammeln, Sammler-Herausforderungen, was nicht alles. Jetzt, wenn man mal einen Tag nicht spielt, ist schon ein Event vorbei und hat etwas verpasst, das es nur einmal gibt, ist okay, cool. Warum soll ich es überhaupt noch aufmachen, wenn ich nur Sachen am Verpassen bin? Und ich habe keine Motivation, dieses Spiel jeden Tag 3 Stunden zu spielen. Ich glaube, das ist mein Problem, dass ich, um das Spiel genießen zu können, müsste ich es jeden Tag 3 Stunden spielen. Stehst du nicht gern 30 Minuten an einem random Kreisverkehr, weil dort ein Raid ist? Nee, aber Raids habe ich noch nie gerne gemacht in dem Spiel. Die Raids haben mich schon immer sowieso genervt. Damit habe ich schon lange aufgegeben, Raids zu machen. Pokémon zu kriegen durch Raids zu machen oder sowas, nee. Mein Fokus waren immer nur einfach die Feldforschung oder halt die Quests zu machen. Und wenn in der Quest stand, mache 10 Raids, war ich schon so, oh, geh weg. Wie funktioniert das Resetten von Entei in Colosseum? Ich sehe, du musst die ganze Zeit dich wieder an die Spitze kämpfen. Nö, was? Wo muss ich mich an die Spitze kämpfen? Ich muss da hochgehen. Ich habe vorhin schon einmal alles erklärt. Da warst du eigentlich da, Xentos. Ich kann es nochmal grob sagen. Colosseum ist sehr besonders, was Shiny Hunten anbelangt, weil Shiny Hunten gelockt ist in dem Spiel, eigentlich. Ich weiß nicht, wie gut du Colosseum kennst, aber das Besondere in Colosseum ist, es gibt keine wilden Pokémon, man weiß nicht warum. Ich glaube, sie sind ausgestorben. Keine Ahnung, vielleicht gibt es einfach in Arizona, das Spiel spielt in Arizona, vielleicht gibt es in Arizona einfach keine wilden Pokémon, sondern nur Gefangene. Versklavte Mons. Es gibt keine wilden Pokémon. Man kann trotzdem Pokémon fangen mit der Krallmaschine. Unser Charakter hier, der linke Arm, ist die Krallmaschine. Was bedeutet, dass ich gegnerische Pokémon fangen kann. Das einzige Spiel, wo das so ist. Also in der Reihe. Ich glaube, in XD ist das auch so, oder? Ja, Orre halt. Genau, Orre ist Arizona. Man sieht sogar, wenn man zwischen Orten...
wenn man zwischen Orten wechselt, kommt diese Sequenz, wo er mit dem Motorrad fährt. Und da sieht man diese typische Felsformation, die es in Arizona gibt. Genau, man fängt gegnerische Pokémon. Es gibt keine wilden Pokémon, man kämpft die ganze Zeit nur. Es sind immer Doppelkämpfe, weswegen Colosseum ein sehr schweres Spiel ist. Da ist Tali nix dagegen. Hopp und Tali können hier noch nicht, die würden noch nicht mal den ersten Kampf hier schaffen wahrscheinlich. Die würden ein Pokémon raussenden, so wie ich. Und man kann aber nur Krypto-Pokémon fangen. Wenn du Pokémon Go spielst, kennst du das vielleicht, Krypto-Pokémon? Die kommen aus Colosseum und gab es auch nur in Colosseum und der Fortsetzung. So gut wie jeder hat ein Krypto-Pokémon. Nicht jeder Gegner hat ein Krypto-Pokémon, aber die meisten, vor allem die wichtigen Gegner, haben Krypto-Pokémon und die kannst du fangen. Ich glaube, in Colosseum gibt es 40 Krypto-Pokémon, die du fangen kannst. Also das Spiel hat nur 40 Mons, die du fangen kannst. Und um herauszufinden, ob etwas shiny ist, musst du es fangen. Weil in dem Moment, wo es rausgerufen wird vom Gegner, wird es halt verglichen mit der ID vom Trainer, vom gegnerischen Trainer. Und Pokémon werden immer shiny, wenn sie halt die SID vom Gegner und die SID, oder die SID vom Pokémon-Trainer und die SID vom Pokémon müssen rechnerisch mit einer so komplexen Rechnung, müssen die quasi übereinstimmen. Und wenn die, wenn die ungefähr übereinstimmen, die Zahlen, dann ist es shiny. Für den Gegner ist das Pokémon shiny locked. Deswegen beim Gegner kann es nicht shiny sein. Also jetzt, wo das Enter hier steht, kann es nicht shiny sein. Aber es gehört halt dem Gegner. Wenn ich es jetzt fange mit dem Meisterball, den ich eigentlich noch nicht hätte in diesem Moment der Story. Aber sonst müsste ich halt 30 Hyperbälle jedes Mal schmeißen. Fange ich Entei und dann gehört es mir. Und jetzt wird das Entei verglichen mit meiner Secret ID. Und wenn das jetzt ungefähr die gleiche Zahl ist, ist es shiny. Deswegen muss ich es fangen. Deswegen habe ich nur ein Pokémon im Team, sodass ich es automatisch rausschmeiße. Dadurch muss ich nicht ins Menü gehen und schauen, ob das Entei shiny ist. Sondern dadurch, dass ich einen offenen Platz im Team habe, schmeiße ich sofort das Entei raus, um den zweiten Platz zu füllen, weil es immer Doppelkämpfe sind. Und dann würde ich sehen, ob es shiny ist, weil es eben so aussieht wie in der Mitte. Es ist noch viel komplizierter, als ich gerade gesagt habe, aber grob gesagt ist das halt die shiny Hand in Colosseum. Jedes Krypto-Pokémon kann shiny sein. Das sind die einzigen, die man fangen kann. Aber erst dann, wenn sie einem gehören. Weil sie dann verglichen werden mit der eigenen SID. Dave, dankeschön für 7 Monate. Dankeschön. Und hallo Thorax. Und dieser Idiot, der da immer steht, ey. Okay. Ich spiele tatsächlich Pokémon Go hauptsächlich nur noch, um Quafferform in Shiny of Home zu bekommen. Oder gibt es einen anderen Weg? Nope. Ich meine, du kannst ganz viele Shiny Quaffers dir in XY holen. Aber du kannst die Form dann nicht ändern. Irgendwann wird das bestimmt möglich sein. Ein Moment nur in Go möglich. Und ja, der schnellste Weg zu dem Ente ist halt der, den ich jedes Mal hier gehe. Die alle habe ich hier schon besiegt. Aber ich muss halt jedes Mal den Endgegner besiegen, um das Ente überhaupt zu sehen. Dein Spirit-Pokémon habe ich schon gezeigt, weil hier liegt keins mehr. Kazon. Hast du nicht geguckt, als ich gesagt habe? Kazon. Ja, ich hatte doch gesagt, du bist das Pferd. Pampfros. Wie heißt es nochmal? Pamperos. Pampers. Diesmal um einen Frame daneben. Xentos, warum weißt du, dass du einen Frame daneben bist? Hör auf, das zu kontrollieren.
Du verschwendest so viel Zeit, wenn du das kontrollierst. Hör auf, das zu kontrollieren. Reset einfach. Vor allem, wenn du ein Frame daneben bist, weißt du jetzt, dass du einfach nur nochmal machen musst, bis du irgendwann den Frame triffst. Du kannst nicht Frame Perfect absichtlich drücken. Bei 60 Frames die Sekunde schaffst du es nicht, rechtzeitig zu drücken, wenn du willst. Das ist ein bisschen Glück, ist da dabei. Wie hieß diese eine Band? Ich meine nicht Chemical Brothers, aber ich mach mal Chemical Brothers. Die haben ein so ein geiles Lied. Ich meine nicht das. Hallo Olo Poto. Was haben wir hier? Night Raven. Du bist ein Scampisto. Hat irgendjemand Nestflo's Quiz gesehen gestern? Ich hab's wieder verpasst. Ich werde es nachschauen. Ich hab's gesehen. Ah, will ich wissen, wer gewonnen hat, oder will ich überrascht sein? Okay, warte, es hat Razer gewonnen, oder? Ganz einfach. Hat Razer gewonnen? Du hast es nicht bis Ende geguckt. Okay. Razer gewinnt doch sowieso einfach wieder, oder? Der weiß viel zu viel. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Hallo Devos. Hi. Ich habe letztens auch bei ein paar Quizzes mitgemacht. Ich werde die bald auf den Discord mal draufpacken. Ich muss gucken, ob die alle schon online sind. Und Nestflo war auch bei einem dabei. Ich glaube, das ist noch nicht online. Ich muss mal gucken. Und zwar von Hase mit Hut, falls ihr den kennt. Der streamt aber, glaube ich, nicht. Der ist hauptsächlich auf YouTube. Macht er so Quizze. 1, 2, 3, 4. Und da war ich jetzt bei ein paar dabei. Und vor allem, bei ihm ist es ganz cool. Der macht echt sehr, sehr verrückte Formate, die nicht einfach nur so von wegen du musst viel wissen ist, sondern auch so taktisch und kreativ sind. Ich zeig die bald auf dem Discord, dann könnt ihr die euch anschauen. Die sind echt interessant geworden. Ich habe gestern die Stream Awards angeschaut, gestern habe ich die angeschaut. Deswegen habe ich auch das Nestflo-Quiz verpasst. Aber ich fand die nicht so cringe. Es sind nur wieder so Produktionssachen, wo ich mir denke, warum macht ihr das so? Das macht so keinen Sinn. Das ist alles komisch. Zum Beispiel war die Bühne viel zu dunkel und das Publikum war auch viel zu dunkel. Man hat nichts gesehen, was im Publikum war. Was halt die Jahre davor besser war. Egal. Auf jeden Fall, ich fand's ganz cool. Meine Frage, kannst du theoretisch das NT auf Gen 3 übertragen? Selbstverständlich. Das hier ist ja Gen 3. Warum soll ich es nicht auf Gen 3 übertragen können? Wenn ich das nicht übertragen könnte, würde ich das gar nicht machen. Ich mache alles nur für Pokémon Home. Ich shiny hunte nicht für die shiny Hunt, sondern ich shiny hunte tatsächlich nur fürs Ergebnis. Und das Ergebnis ist, die coolsten Shinies auf Home zu haben. Alle Shinies plus die coolsten Shinies. Es würde sich sehr sinnlos anfühlen, wenn ich das nicht übertragen könnte. Und hallo Blue Master und Kyogre, hallo. Oh nein, du hast dir selber den Namen Kyogre gegeben. Das heißt, du musst eine sehr starke Meinung dazu haben, wie man Kyogre ausspricht.
Und vielleicht weißt du, dass man es Kyogre ausspricht und bist jetzt glücklich. Oder du denkst, es wird irgendwie anders ausgesprochen und dann tut dir es jetzt sehr weh, wie ich die ganze Zeit Kyogre sage. Kannst du dir vorstellen, Suicune in Gen 2 zu handeln? Nope. Ich will Suicune hier shiny handeln. Entei, Raikou und Suicune will ich aus Kolosseum. Schmaddel. Du bist ein Zytomega. Kyogre, so in dieser Generationsfolge auf YouTube. So wie ich es auch in meinem Video gezeigt habe. Jawohl. Da weiß einer, wie man es ausspricht. Kyogre. Ja, es ist der Kai. Der Kyogre. Proto-Graudon und Proto-Kyogre. Hallo Dace. Dace, vielen Dank für 4 Monate. Danke für dein Prime. Du hast Suicune und Entei in Kristall gefangen? Ich meine, Suicune in Kristall ist wenigstens kein Roma. Wie hast du Entei gemacht? Okay, du kannst einfach bei Suicune und dann kommt die Ding und dann hüpfst du es weg und dann gehst du da runter. Ich weiß, wie es geht. Aber oh mein Gott. Kyogre, also wer Kyogre sagt, der hat gar keinen, also der hat das Leben aufgegeben. Der hat keinen Spaß mehr im Leben, wer sich so wehtut. Kyogre, wieso sollte Kyogre Spaß machen zu sagen? Kyogre. Das. Das war aber nicht so nervig, wie es Regieleki ist. Warum ist Regieleki nervig? Regieleki musst du doch einfach nur resetten. Um mich zu ärgern? Ja. Achso, es hat lange gedauert. Okay. Aber die Hand ist ja nicht so nervig. Aber wie viele Resets hattest du denn bei Entei und bei Suicune? Und warum hast du dann nicht Raikou auch noch gemacht, wenn du schon die 2 hast? Bum, bum. Raikou machst du gerade? Nee, Barcelona, ich weiß nicht, wer schon mal in Barcelona war. Ich war jetzt das 3. Mal, aber diesmal haben wir... Also sonst war ich immer nur einen Tag in Barcelona. Und jetzt waren wir halt 3 Tage am Stück in Barcelona. Kirche angeschaut, Kathedrale angeschaut, Gaudi angeschaut. Ich habe Museum angeschaut mit hier Banksy-Zeug und sowas. Essen war sehr gut, Paellas gegessen. Haben wir 3 oder 2 Paellas? Ne, ich glaube, wir haben 2 verschiedene Paellas gegessen. Jamon gegessen, ganz viel Jamon. Hat das Kätzchen auch noch keine Lust zu glitzern? Ich meine, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Ich erwarte nicht, dass es glitzert. Ich glaube, ab bei 5000 werde ich dann langsam hibbelig. Und ich hoffe sehr, dass es nicht auf die 8000 zugeht. Weil ich glaube, wenn es auf die 8000 zugeht, wenn es über 8000 ist, dann habe ich keinen Bock mehr auf Raikou und Suicune. Obwohl ich erst recht dann Raikou und Suicune machen sollte, weil sie dann wahrscheinlich früher kommen.
Aber ich habe Angst, dass der Frust so hoch ist, dass ich Raikou und Suiko nicht machen will. Eine schöne Stadt. Es ist wirklich sehr. Für mich persönlich, wir haben dann, wir vergleichen, wenn wir im Urlaub sind, vergleichen wir immer so, oder was heißt vergleichen, aber wir überlegen immer so, könnten wir hier leben? Wir haben beide gesagt, wir würden nicht gerne in Barcelona leben, weil es doch sehr chaotisch ist. So der öffentliche Verkehr, die Busse, der Verkehr, allgemein Taxifahrer und so, es ist alles sehr chaotisch. Wir sind einmal mit einem Taxi gefahren, wir sind oft mit dem Taxi gefahren, weil es ist gar nicht so teuer. Und es geht um einiges schneller als öffentlich zu fahren. Und der hat einfach, also alle konnten sehr gutes Englisch, der auch, aber das war hauptsächlich dann, irgendwann hat er einfach, wir standen ewig in einem Stau drin. Ich warte kurz, bis die Werbung vorbei ist und dann rede ich. Fangen. Dann würdet ihr hier die Krise bekommen. Warum? Was denn? Chaotisch? Köln ist nicht so chaotisch wie Barcelona. Warst du schon mal in Barcelona? Du warst das letzte Mal in Köln. Vorletzte Woche, ich habe dir noch nicht Bescheid gegeben. Ich war zumindest schon mal zweimal in Köln. Du warst noch kein einziges Mal in Barcelona. Sakura, danke schön für das Glück. Menschen sind schlechter gelaunt als in Barcelona. Ich glaube, das kann man nicht allgemein pauschal sagen. Barcelona, was wollte ich gerade sagen? Genau, der Taxifahrer saß einfach da, wir standen in einem Stau. Und da ist es ja wirklich so, du kämpfst. Nicht nur kämpfst du um dein Überleben, du kämpfst wirklich darum, dass du fahren darfst, weil keiner lässt dich rein, keiner lässt dich vor. Und die fahren alle so krass auf Stoßstange. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, ich meine, es ist nicht mein Auto. Aber der saß dann so, hat sich so in diesem Auto aufgeregt, dass dieser Stau da ist, weil das einfach eine schlechte Straßenführung ist. Und das Einzige, was er gesagt hat, war auf Englisch, Traffic. Oder Traffico. Traffic. Und dann kurze Pause. Politicians. Wieder kurze Pause. Corruption. Aber diese drei Wörter gesagt. Und das war sein einziges Kommentar. Ich denke mir auch, ist auch geil. Ich meine, klar hat Politik und Straßenverlauf und Unfall und Verkehr hat schon alles was miteinander zu tun. Aber ich fand's so geil, wie es sich so that escalated quickly. Wir stehen einfach chillig in einem Stau, der noch nicht mal so schlimm ist. Ich meine, wir kennen alles, im Stau zu stehen. Wie in Dublin, wir stehen ständig im Stau. Aber irgendwie für die ist es im Stau stehen, ist, als ob die ein Bein verlieren. Die regen sich so auf. Traffic. Politicians. Corruption. Okay, chill, wir können warten. Hat sich am Ende sogar entschuldigt für den Stau. Und sagt, it's all good, it's not your fault. So dass er keinen perfekten Weg aus dem Stau gefunden hat. Ellbogen. Hier wird zurzeit mehr gestreikt als alles andere. Kein Wunder, dass alle genervt sind. Disney-Serie Into Staubsauger-Werbung Into Oreo. Ja, ist doch schön. Hast du wenigstens Abwechslung. Benefitet ihr nicht von dem Stau oder wie läuft das da mit den Zahlen? Doch klar, Taxi ist immer auf Kilometer und dann natürlich auf Zeit. Wenn es im Stau geht, der Zähler schon auch hoch. Denke ich mir auch so, chill doch. Aber ich glaube, die hassen es einfach stillzustehen.
Das kann man auch verstehen. Keiner mag es, im Stau zu stehen. Aber ich würde mir auch denken, vor allem da ist noch nicht mal Trinkgeld üblich. Die erwarten nicht mal Trinkgeld. Das heißt, ich gebe gerne Trinkgeld und ich habe denen auch öfter Trinkgeld gegeben. Rosa hat immer gesagt, hör doch auf, Trinkgeld zu geben. Die wollen das hier gar nicht. Ich glaube, keiner sagt Nein zu mehr Geld. Aber die waren alle immer überrascht, wenn ich Trinkgeld gegeben habe. Vor allem Taxifahrer. Aber deswegen denke ich mir zusätzlich so, warum willst du unbedingt schneller da sein, wenn du kein Trinkgeld gewohnt bist und wenn eigentlich das Taximeter noch höher geht? Aber ja, ist halt einfach nett. Er will halt einfach... Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, einfach nicht im Stau stehen zu wollen. Und die fahren alle da sehr rasant, so wie in sehr vielen südlichen Ländern. Es ist sehr kurz vor knapp bremsen, sehr knapp an Leuten vorbeifahren und sowas. Das ist schon immer ein bisschen so, so knapp. Augen zu und durch. Ja, aber um zu leben, war es da ein bisschen zu chaotisch. Zu viele Menschen. Und dafür, dass Off-Saison war, also Februar ist jetzt nicht wirklich eine Saison, wo man nach Spanien geht. Eigentlich ist es so 2 Monate später. Aber wahrscheinlich haben viele Deutsche sich gedacht oder denken sich jedes, so viele Deutsche. Aber klar. Wahrscheinlich denken sich viele, oh, jetzt ist hier gerade so ungemütlich in Deutschland, gehen wir doch ein langes Wochenende. Weil es hatte 20 Grad. Es hatte angenehme 20 Grad. Die Spanier sind alle mit ihren Daunenjacken rumgelaufen. Und Rosa und ich in T-Shirt oder Pullover. Und es war sehr angenehm warm. Ist schon krass. Spielst du das über GameCube? Ja, ich habe 4 GameCubes, die ich gleichzeitig steuere. Eine Sache, die man als Deutscher im Urlaub auf keinen Fall haben möchte, andere Deutsche. Ja, es gibt die einen, die sich freuen, weil sie dann mit anderen auch Deutsch reden können. Oh, sind sie auch Deutsche? Sind sie auch Deutsche? Oh ja, okay, Hildegard, guck mal. Guck mal, sind wir ganz woanders auf der Welt, trotzdem können wir unser Deutsch auspacken, gell? Hildegard, guck mal. Und dann gibt's die wie wir, die so sind, oh. Und wenn man dann in Gesprächen zuhört, so die genauso sind, so, ach ja, jetzt müssen wir da noch, wie kommen wir denn am besten jetzt dahin? Ja, Hildegard, dann guck doch mal da in den Stadtplan rein, dann findest du einen Weg. Keine Ahnung, ist halt einfach. Der Mittermeier, genau. Kennst du es auch daher? Da muss ich immer dran denken. Sind sie auch Deutscher? Sind sie auch Deutscher? Aber ist das möglich, mir ganz kurz zu erklären, wie das geht? Da gibt es keine große Erklärung. Du kaufst dir 4 GameCubes. Und dann kaufst du dir 4-mal das Spiel. Und dann kaufst du dir 4 Wavebirds. Und dann hast du alles 4-mal. Und spielst es 4-mal. Und mit dem Wavebird kannst du alle 4 gleichzeitig spielen. Das ist so der normale Weg, den man gehen müsste. Es ist einfach, du kaufst dir 4-mal alles und spielst es alles 4-mal. Was genau möchtest du erklärt haben denn? Dinge, über die man sich um 6 Uhr morgens beim Liegenbelegen unterhält. Allgemein die Tippkultur in manchen Ländern, America, ist auch sehr extrem. Ja, ich weiß, wenn ich irgendwann wieder in Amerika bin, ich war in Amerika, da war ich 11, ne? Da kriegt man das nicht so mit. Aber ich werde mich natürlich dran halten, aber ich werde mich so beschweren. Ich werde so genervt sein die ganze Zeit. Nicht nur siehst du Preise, die keine Steuern haben, du musst dir im Kopf ausrechnen, wissen, welche Produkte welche Steuer kriegt, dann selber draufrechnen im Kopf, was ungefähr kosten wird. Nicht nur das, du sollst dann auch noch mindestens 20% geben, damit deine Dienstkraft
die dich bedient hat, nicht verhungert und stirbt oder dir danach ins Essen spuckt oder dich danach anspuckt oder was verprügelt, keine Ahnung. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo ein Pizzalieferant die Pizzen wieder mitgenommen hat, weil er kein Trinkgeld bekommen hat. Der hat aber die Pizzen wieder eingepackt und gesagt, weil ich kein Trinkgeld gebe, gehe ich wieder mit den Pizzen. Und du stehst da und denkst dir, Moment mal, ich habe für die Pizzen aber bezahlt und du nimmst sie wieder mit? Es ist schlimm. Und ich werde mich natürlich dran halten, mein Gott. Aber wenn ich da irgendwann bin, aber ich will gar nicht nach Amerika, ehrlich gesagt. Aber ich werde mich so aufregen darüber, weil es einfach so dumm ist. Weil es so ein dummes System ist, was sich ewig etabliert hat. Die Leute einfach sich dran halten müssen. Das war Paranoid, ja, von Michael Mittermeier, wo er eben in Amerika ist und so halt, oder die ganze Welt bereist und dann, ich glaube, die Stelle ist, wo er in Afrika ist und dann sitzt er auf einem Elefanten oder auf einem Truck mit anderen und auf einmal sind da Schwaben, die sofort sagen, oh, sind sie auch Deutsche? Gott, und ich frage mich, wenn ich mir das jetzt nochmal anhören würde, ob ich das heute immer noch lustig finde. Aber manche Sachen sind einfach, die sind sehr drin geblieben. Dachte, du machst das über ein Game mit Netlabel oder dergleichen, aber Firma Colosseum dachte ich, meine bin ich schon gut. Es gibt Leute, die machen das mit 16, aber was meinst du mit Netlabel? Es gibt Leute, die haben 16 Gamecubes und spielen 16 mal Colosseum oder Feuerrot oder Smaragd oder so. Was ist nicht das kleinste Trinkgeld, was man geben kann in Amerika? 30%? Also, weiß ich nicht. Netzkabel. Ich wüsste auch nicht, wie das mit Netzkabel geht. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Streamer, die in Amerika leben, die halt das Geld haben, die alle reiche Motherfucker sind, die geben zum Beispiel 100% Trinkgeld. Was, wenn du dir das mal vorstellst, das ist so krass. Aber natürlich, die freuen sich extrem, weil sie 100% Trinkgeld geben. Aber du zahlst einfach doppelt so viel. Aber die machen es halt, weil sie es können, weil sie das Geld, weil die so viel Geld haben, dass sie nicht anders wissen, wohin damit. Deswegen sind sie extra nett natürlich. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du noch nicht mal... Ich weiß es jetzt nicht. Ich war nicht da, seitdem ich erwachsen bin. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich auch noch einen schlechten Service kriege und dann erwarten die trotzdem irgendwie 20%. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass manche 30% oder 40% erwarten. Hier in Barcelona war es auch... Also in Barcelona war es einmal in einem italienischen Restaurant, was sehr lecker war. Habe ich zum Beispiel gesagt, ich würde gerne Trinkgeld geben. Hat er gesagt, geht nicht. Aber passt schon. Wenn, dann musst du es mir bar geben. Aber passt schon. Ich habe gesagt, ich habe kein Bargeld. Ja, passt schon, hat er gesagt. Alles gut. Hallo, oder? Und die anderen haben ja das Gerät hingehalten, wo eine Auswahl war. 10%, 15%, 20%. Das fing bei 10% an. Und ich bin immer, 10%, weil es ist am leichtesten auszurechnen. Ich mache einfach 10%. Oder ich mache meistens einfach die Zahl, die sich besser anhört, nach oben hin, ungefähr 10%. Keine Ahnung, wenn es 53 sind, wenn es 53 Euro sind, mache ich 58, weil das sind 10%. Ungefähr. Rosa sagt dann immer, spinnst du, mach 5%, mach 55. Da sage ich, aber 2 Euro ist heutzutage voll wenig. In Barcelona haben sie eh nichts erwartet, aber da waren wir bei einem neuseeländischen Restaurant, was sehr lecker war. Ich habe nur das Falsche bestellt. Ich hatte am Ende ein Eis. Obwohl ich einfach nur Frühstück wollte, habe ich auf einmal ein Eis gegessen. und die hat mir dann das Gerät hingehalten zum Zahlen und dann war fett einfach auf das Gerät geschrieben, 10%, 15%, 20%. Das fing bei 10% an. Ja, und dann habe ich auf 10% gedrückt. Ich wollte eigentlich 5% geben, aber es ging nicht anders. Und die einzige andere Alternative war, auf Cancel zu drücken, um zu sagen, gar kein Trinkgeld. Wenn sie einem das so hinhalten, hat sich's auch kacke angefühlt, auf Cancel zu drücken. Das war ein bisschen aufdringlich. Aber alles andere war so, die wollten gar kein Trinkgeld.
Was bietet denn bitte die neuseeländische Küche? Keines war jetzt nichts, was ich gesagt hätte, ist typisch irgendwie verrückt oder sowas. Ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt beschreibe. Es war so ein Brunchort. Wir mussten eine halbe Stunde anstellen, um da Platz zu kriegen. Wir haben halt da gebruncht, bevor unser Flieger ging. 1, 2, 3, 4. Keine Ahnung, ich wollte einfach nur ein geiles Müsli. Und dann war das aber quasi anstatt Milch oder anstatt Sahne, war das einfach ein Eis. Ein lila Eis, was glaube ich irgendeine Beere war. Johannisbeer vielleicht. Und dann waren da halt so Grains drin und Früchte drin und fertig. Rosa hatte so ein fettes Stück Brot, wo so eine Art, also da war Avocado drauf und so eine Art Pulled Pork. Es sah aus wie Pulled Pork, hat sehr gut geschmeckt. Und die Freundin, mit der wir da waren, was hatte sie? Ah, die hatte Fritters. Und die Fritters waren, glaube ich, einfach Kartoffel, sehr dünn, wie so Kartoffelpuffer, halt sehr, sehr dünn geschnitten. Als Fritters, wie so ganz dünne, fast wie so Spaghetti-dünne Kartoffelstreifen. Und auch irgendwie mit Avocado drauf. Ich glaube, das war jetzt nichts, wo man sagt, ah ja, das ist typisch neuseeländisch. Aber das war halt einfach... Aber es war neuseeländisch. Was wir auch nicht wussten. Das wussten wir nur, weil wir standen in der Reihe und haben gewartet. Und auf einmal hat uns hinter uns einer angesprochen, wo wir denn herkommen. Er gemeint, er lebt in Barcelona und er ist Neuseeländer. Deswegen muss er jetzt endlich mal diesen Ort hier auschecken. Weil er lebt hier seit 5 Jahren und war noch nicht bei dem neuseeländischen Lokal. Dann waren wir so, oh, das ist neuseeländisch. Hobbitbraten, genau. Am liebsten sind mir die Restaurants, wo sie dir die Rechnung in dieser schwarzen Mappe auf den Tisch legen, abgehoben. Warum? Ich meine, es ist halt Restaurant. Ich finde es dann nur so, ich verstehe, dass es damals noch cool war, weil du dann einfach dein Bargeld auspackst und du hast immer genug Bargeld in den verschiedensten Scheinen dabei. Und dann legst du halt das passende Bargeld da so rein. Und dann machst du die Mappe zu und dann nehmen die das und dann bringen sie dir das Wechselgeld zurück und dann lässt du es liegen oder nimmst halt das raus, was du behalten möchtest und lässt Trinkgeld drin liegen und dann nehmen sie die Mappe wieder mit. Aber seitdem man halt nirgendwo mehr mit Bargeld zahlt und Barcelona war auch sehr geil, weil du alles mit Karte zahlen kannst. Du kannst in den Bus einsteigen und einfach deine Karte hinhalten und es nimmt automatisch den Betrag runter, den du brauchst für deine Fahrt. Nicht so wie in Deutschland, wo du erstmal eine App runterladen musst, wenn überhaupt, oder zu einem Automaten gehen musst, um den perfekten Ring auszuwählen und erstmal die mathematischen 3 Pythagoras zu lösen, um zu verstehen, was für ein Ticket du kaufen musst. Oder beim Bäcker kannst du nicht mit Karte zahlen und was nicht alles, da kannst du einfach alles schön nice machen. Und dann finde ich es auch komisch, wenn sie einem eben diese Mappe hinlegen, weil ich bin so, und was jetzt? Du musst mit dem Gerät kommen. Du bringst jetzt Gerät und dann kann ich Geld geben, aber ich kann dir kein Geld in dein Mäppchen reinlegen. Und Lasse Wichmann, hallo. Ich schätze mal, du redest von meinem toten Kanal. Da kommt gar nichts, denn dieser Kanal ist tot. Komm auf unseren wunderschönen Pokémon-Kanal. Und genieße ein wöchentliches Video von mir. Über tolle Pokémon-Geschichten. Mauri, warum hast du denn Blut geleckt? Du siehst es doch selber als Cheaten an, dachte ich. Hast du nicht mich als Cheater beschimpft? Wegen RNG? Hast du Blut geleckt? Hast du schon eins geschafft, oder wie? Du wirst nicht glücklich mit diesen... Also du wirst auf eine gewisse Art und Weise glücklich. Du wirst glücklich, dass du den Shiny Living Dex näher kommst. Aber wenn du dann durch deinen Shiny Living Dex durchscrollst, wirst du dir denken,
Schade. Hätte ich's doch mal richtig gemacht. Die können den Betrag nicht abbuchen von meiner Karte, weil die meinen PIN brauchen. Und ich werde denen sicher nicht meinen PIN geben. Die werden immer mit dem Gerät zurückkommen müssen. Die Zeiten sind auch vorbei, wo du eine Kreditkarte da lässt und dann ziehen die das irgendwie durch und dann, nein, die haben ihr Gerät. Du kommst mit dem Gerät, tapst drauf, wenn der Betrag zu hoch ist, was er immer ist im Restaurant, musst du deinen PIN eingeben. Die Zeiten sind irgendwie, klar, wahrscheinlich in super edlen Lokalen legst du deine Kreditkarte dann rein und dann buchen sie sich ab, was auch immer sie wollen, keine Ahnung. Aber heutzutage in jedem Lokal kommen die mit einem Gerät. Aber Mai, ich finde die Mappe nicht schlimm. Es ist halt einfach die Rechnung drin, die du dir anschauen kannst. Dann musst du immer so die Großen die Augen groß machen. So, oh, boah. Die Fragmente sammeln im Untergrund ist eine Frechheit. Ich meine, du brauchst, ich weiß. Aber du brauchst zum Glück nicht so viele, weil es nicht so viele Legis gibt. Aber ja, es dauert viel zu lang, bis man Fragmente kriegt. Aber sag nicht, dass du die dir irgendwann ja doch holen kannst. Du wirst es nicht machen. Ich muss mich auch dazu zwingen, es nicht so zu machen. Aber du merkst ja wahrscheinlich jetzt schon, dass dir dieses Reggie Rock und Reggie Steel einfach nicht so viel wert ist, oder? Du brauchst einen Diamant 27 Stück? Ja, geht ja. Hast du schon mal Gigas gemacht in Schwert und Schild? Der Grind ist so anstrengend, die ganzen Giga-Pilze zu finden. Es ist so nervig. Da brauchst du nicht irgendwie 20 Stück, da brauchst du 200 Stück. Das dauert so lang. Und das werde ich alles nochmal machen müssen. Ich hatte vor, mal alle Legis in den Ultra Warps zu shiny hunten. Do it. Und ich bin nicht dran schuld, Maori. Du wusstest davor schon über RNG-Manipulation. Ich rede oft genug darüber. Irgendwann schaffe ich es, perfekt zu synchronisieren. Nicht zu synchronisieren, zu mouthen, zu dubben, zu Schauspielern. Hallo Itako, was hast du dir alles auf Shudder angeguckt? Shudder schon leer geguckt. Itako hat sich ein geiles Abo geholt, das Shudder-Abo, was ein Streaming-Service ist, nur für Horrorfilme. Gibt es allerdings nicht in Deutschland. Ihr braucht ein VPN. Aber ich habe Shudder, vor allem ist Shudder echt günstig. Und dann kann man sich das einen Monat holen und einen Monat suchtet man die geilsten Horrorfilme und dann geht man wieder. Leider noch nicht. Noch nicht fertig. Aber irgendwas hast du dir angeguckt. Du erlaubst dir nur den Hamanasu Park? Ja, und dann irgendwann erlaubst du dir Sonne und Mond. Und dann erlaubst du dir X und Y. Du hast zwei Filme gesehen? Jetzt spann mich doch nicht so auf die Folter. Welche? Rosa und ich haben jetzt endlich den Schritt gewagt. Und es ist um einiges bindender als eine Hochzeit oder irgend so ein komisches Kind. Wir haben ein YouTube und Spotify Family Account zusammen. Wir sparen jetzt was? 3 Euro im Monat? 2 Euro im Monat pro Person? Wir haben es endlich gewagt. Nach 10 Jahren sind wir so klug,
Geld zu sparen. Und jetzt haben wir, wir zahlen einfach jetzt wie viel? Weniger. Das ist mutig, ja, ne? Wie wir? Es ist so ein Schritt, ne? Ich meine, jetzt gibt nichts mehr drüber. Ich meine, was soll man jetzt noch erreichen? Die Beziehung ist eigentlich jetzt, es läuft halt jetzt so, bis man einfach drauf geht. Was? VHS? Ja, VHS ist bekannt eigentlich dafür, einer der besten Found-Footage-Filme zu sein, aber ich mag die nicht. Found-Footage muss schon sehr gut sein, dass ich es mag. Kinder einfach wie ein Palworld auf den Abwasch werfen? Was? Auf den Wäscheberg? Was? Machst du eigentlich auch einen Shiny Living Dex oder nur den normalen? Was ist denn ein normaler? Ich mache einen Shiny Living Form Dex. Ein paar Nachrichten über dir ist der Link dazu, wo du sehen kannst, was ich alles habe. Also ich mache sogar noch mehr. Also ein Shiny Living Form Dex. Also jede Form, die existiert, einzeln als Shiny. Leaf? Okay, dann den kenne ich nicht. Es gibt nicht so viele gute Filme auf Shudder. Aber es gibt ein paar gute, die es halt nur da gibt. Deswegen, ich glaube, wenn du einen Monat lang wirklich nur da Filme guckst, kannst du nach einem Monat das Abo schon wieder wegmachen, weil du dann alles gesehen hast, was du da sehen wolltest. So hab ich's gemacht. Weil es ist ja auch nicht so groß, das Angebot, aber es kostet halt auch nur 4 Euro. Sandwich-Katze, du bist ein Lugia. Du gönnst dir das Jahresabo? Okay, ich glaube, dein Ziel ist es einfach, jeden Horrorfilm der Welt gesehen zu haben, oder? Selbst die richtigen Schrottigen. Es gibt nicht so viele, die da gut sind. Es ist vielleicht 5 Stück oder so gibt es da, die gut sind. Der Rest würde ich nicht mal mit einem Side-Eye anschauen. Du schaust viele Filme öfters an. Hab mir Y gekauft, da ich daraus noch Pokémon für den Origin Dex brauche und vermutlich werde ich, also nicht direkt Origin Dex, sondern hier Dings, aber mit Remakes, zumindest für Gen 4 und 5, aber ohne Mysticals. Mysticals? Watch yourself. Weil an die Events komme ich nicht von Gen 4 bis 8. Du hast gestern den Film Mabroschi geschaut und nichts gerafft. Mabroschi noch nie gehört. Was habe ich denn als letztes gesehen? Irgendwas habe ich angeguckt. Nee, das war was, das habe ich schon erzählt. Upgrade war echt geil, wo ich dachte, wow. Und was war das davor, was ich angeschaut habe? Upgrade und davor... Schon wieder vergessen. Du hast den neuen Saw gesehen und er war okay. Maboroshi. Implement? Nee. Ey, Drarot. Ach ja, jetzt können wir über die Nintendo Direct reden. Wie fandet ihr die Nintendo Direct am Valentinstag? Predestination. Ah ja, genau, Predestination. Ja, der war auch nicht schlecht. Stimmt, ja. Hatte ich nichts? Wir haben den deutschen ESC angeschaut. Das lief mitten in der Nacht auf der ARD und unser Hotel in Barcelona hatte ARD. Und oh mein Gott, war das wieder alles Kacke. Und wir werden niemals überhaupt in die Top 10 kommen. Mit diesem Isaac. Es tut mir leid. Da wäre Mats Mutzke besser gewesen, finde ich. Aber Isaacs Lied ist vielleicht eher ein Ohrwurm. Aber es ist trotzdem, es tut mir leid. Die Deutschen verstehen nicht. Was für ein Sarg. Song. Rum, rum, na, hey. Run, run, na, hey. Keine Ahnung. Ich kenne es nur, weil ich das da 1000-mal wiederholt wird die ganze Zeit.
Run, run, na, hey, na, na, hey. Nervig. Was heißt nervig? Einfach langweilig. Ich glaube, die Deutschen... Ich glaube, erstmal haben die Deutschen das Problem, dass sich wenige Künstler bewerben, um mitzumachen, weil jeder ernsthafte... Was heißt ernsthafter Künstler? Das meine ich nicht. Aber viele von denen, die bereits erfolgreich sind, denken sich halt, brauche ich nicht. Weil hauptsächlich Indie-Künstler oder halt kleine Künstler haben sehr viel von so einem ESC. Sehr viel. Selbst wenn du komplett verlierst, selbst wenn Lord of the Lost Letzte werden, du hast so viel davon, wenn du da mitmachst. Aber wenn du irgendwie halt schon jemand Krasses bist, ist es nur ein riesiger Aufwand, damit zu machen, glaube ich. Und einen Indie-Star zu finden, der gut ist, ist, glaube ich, echt schwer. Und ich glaube, die Deutschen denken immer noch, dass sie gewinnen, indem man einfach gut ist. Das stimmt aber nicht. Du musst eine besondere Show hinlegen und sau besonders sein. Und der ja da jetzt mitmacht und für uns zum ESC geht, der Isaac, ist null besonders. Null. Ist sowieso nur politisch, das kommt auch noch hinzu, ja. Und das, kurz noch das und dann Nintendo Direct. Und noch schlimmer. Am Ende stimmt ja Deutschland dafür ab, wer zum ESC fährt. So war das bisher immer. Also einfach Deutschland, vielleicht noch Österreich und Schweiz, keine Ahnung. Jeder, der Bock hat, kann da anrufen und sagen, hey, ich will, dass der zum ESC fährt. Oder die zum ESC fährt. Dieses Mal durften, ich glaube, 10 andere Länder mit abstimmen. Die haben da, hast du angerufen? Nein. Die haben da auf einmal Polen eingeschaltet und dann hat Polen Stimmen vergeben. Dann haben sie, was war alles? Island auch. Island eingeschalten, die Stimmen vergeben haben. Bei dem deutschen Vorentscheid, UK hat abgestimmt. Und ich denke, erstens denke ich mir, wer in der UK schaut den deutschen Vorentscheid auf der ARD? Da stimmen 5 Leute ab oder was? Keine Ahnung. Oder 100. Klar, gibt es Deutsche, die in der UK leben und dann dafür abstimmen? Ich weiß nicht, wie diese Stimmen zustande kommen. Und wahrscheinlich oder anscheinend ist es deswegen, weil Deutschland will direkt von vornherein schon beim Vorentscheid sehen, was andere Länder denken, um mehr Chancen zu haben dann im tatsächlichen ESC. Okay, schön. Schon mal dran gedacht, dass Leute vielleicht extra für die Schlechtesten anrufen, damit die Schlechtesten mitmachen, damit man selber mehr Chancen hat. Und vor allem andere Länder haben das nicht gemacht. Das war nicht irgendwie so eine ESC-Regel, sondern keine Ahnung, beim irischen Vorentscheid vom ESC, wo eine echt super coole Künstlerin anscheinend dabei ist, die so Gothic-Metal-Zeug macht und super crazy aussieht. Da haben nur die Iren abgestimmt. Natürlich. Natürlich. Warum sollte es auch anders sein? Wenn du doch den Vorentscheid von dem Land machst. Ach Gott, das ist so seltsam. Mauri, du bist ein Pichu. Es sieht aus, als ob Pichu so eine kleine Blume hat, aber es ist nur das Rote von dem Ding. Hallo, Rafa. Die Vorauswahl der Möglichen. Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass einfach keiner sich, keine guten, besonderen Künstler sich dazu bereit erklären, überhaupt mitzumachen. Und wenn, sind sie zu seltsam und die ARD denkt sich, nee. Oder wer auch immer das entscheidet. Ich meine, die meisten, die dabei waren, waren Namen, die man kennt. So jemand wie eben Mats Mutzke. Und dann war eben die Tochter von Michelle. Und ich weiß, das ist jetzt sehr oberflächlich von mir. Aber ist mir jetzt egal. Die Tochter von Michelle. Kennt ihr noch Michelle? Schlagerstar Michelle. Die hat eine Tochter, die jetzt auch Schlager macht. Die Tochter ist 24. Original 24. Flüchtig. Schaut euch mal, ich glaube, die hieß Marie Reim.
glaube, Marie Reim heißt die. Michelle Reim und sie ist jetzt Marie Reim. Schaut euch mal Marie Reim an. Die ist 24. Und ich verspreche euch, in der Show zumindest, Michelle selber, die über 50, glaube ich, ist, sieht jünger aus als ihre 24-jährige Tochter. Weil Marie Reim jetzt schon so viele Schönheitsoperationen hinter sich hat, wie wahrscheinlich Michelle selber. Es sieht so krass aus. Es tut mir leid. Ich weiß, super oberflächlich. Macht mit euch, was ihr wollt. Aber ich fand es krank, als ich das angeguckt habe. Da steht eine 24-Jährige, die aussieht wie 40. Das ist voll gemein. Und ich finde es so schade, dass so viele Leute denken, sie müssten sich hübscher machen durch Schönheitsoperationen. Wie kommt es zustande? Wer sagt, dass ihr riesige Lippen braucht? Woher kommt es? Die Männer sind schuld. Wer Liebe lebt, genau, das ist Michelle. Ich habe das auch noch mitgekriegt, weil wir im Hotel lagen vorm Fernseher und dann habe ich die Oxus Shiny gehuntet und Rosa wollte den Vorentscheid vom ESC anschauen. Ich würde mir das nie anschauen, ich finde das todlangweilig. Aber sobald man das anschaut, man urteilt so krass. Aber es ist auch eine Show, wo man urteilt. Darum geht's. Leute treten auf und du rufst an und sagst, wie du am besten findest. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, oh mein Gott, bist du langweilig. Oh mein Gott, bist du schlecht. Oh mein Gott, du siehst aus wie 40, obwohl du 24 bist. Es ist eine Show, die gemacht dafür ist, über Leute zu urteilen. Und das allein ist schon so krank. Aber du machst da voll mit, ey. Kim Kardashian. Kim Kardashian sieht so viel besser aus als die. Aber ja, Leute wie Kim Kardashian sorgen dafür, dass das ein Look ist, ne? Die soll 24 sein? Ja. Die haben zwischendurch das Alter mal gesagt, dann haben wir es wieder vergessen. Oder was? Nein, die ist 28. Und selbst 28 wäre krass. Und dann hat sie aber gesagt, vor 24 Jahren bin ich beim ESC aufgetreten und da war die Marie noch nicht mal ein Jahr alt. Und da haben wir gesagt, oh mein Gott, sie ist wirklich 24. Schlager. Wisst ihr noch damals, wo Schlager waren einfach so ein paar Lederhosenträger und Dirndlträgerinnen, die ein bisschen gepfiffen und geklatscht haben. Ein bisschen Freude, ein bisschen. Ne? Und heute, da steht die Marie Reim. 24 Jahre alt. Das kriegt ganz andere Bedeutung. 24 Jahre alt. Voll gemein, ich weiß, voll gemein. Naja, Nintendo Direct, wie fandet ihr sie? Ich glaube, dieser... Wie heißt er jetzt? Er heißt nämlich... Ich bin jetzt wieder beim ESC, Entschuldigung. Isaac. Der heißt nicht Isaac, sondern Isaac. Mit zwei A. Isaac. Selbst die ganzen Namen von den Künstlern, die aufgetreten haben, sind... Ich mag Mats Mutzke einfach als Typ. Ich habe das damals so cool gefunden, wie der da mitgemacht hat. Und das Lied war cool und Stefan Raab und alles nice. Mats Mutzke wirkt auch sehr so echt und einfach. Ja. Aber auch selbst der Name Mats Mutzke. Leute, gebt euch doch bitte Künstlernamen. Hört doch auf, euch Isaac zu nennen oder der eine hieß einfach nur Fabian oder so mit I, mit Y geschrieben, Fabian mit Y geschrieben oder keine Ahnung, Marie Reim. Gebt euch doch Künstlernamen, die cool klingen, die man international sagen kann, als dass da dann jemand in UK abstimmt für jemanden, der Mats Mutzke heißt. Keine Ahnung. Irgendwie keiner von denen, die da mitgemacht haben beim Vorentscheid, hatten irgendeinen Künstlernamen, es war einfach nur der Name von denen. Mutzkes Mind, genau, nenne ich doch Mutzkes Mind. Wusstest du, dass Mark Forster nicht Mark Forster heißt? Der Name klingt ganz cool.
Wie heißt denn Max? Mark Forster. Wisst ihr noch damals, wo ihr auf dem Schulhof geschlägert habt? Nein, das haben nur Idioten gemacht. Auf jeden Fall, Nintendo Direct. Es ist so ein bisschen halb ein Witz, aber ich mein's auch ein bisschen ernst, dass eine Nintendo Direct war. Gerüchte sagen jetzt wieder, dass nächste Woche die Nintendo Direct ist. Aber jetzt glaube ich es erst recht. Jetzt glaube ich es nicht mehr. Weil sie haben in dem Zeitraum, wo es quasi die Gerüchte gab, dass eine Nintendo Direct hätte sein sollen, kam keine. Und Leute reden sich raus mit von wegen, ja, Xbox haben ihre Direct gemacht und deswegen wollten sie keine machen. Ah, Bullshit. Aber am 14. kamen eben 6 Tweets in Abstand von genau einer Stunde raus. Was schon mal zum ersten zeigt, jemand bei Nintendo hat 6 Tweets hintereinander geplant im Voraus. Und so gut wie alle 6 Tweets, Mario RPG. Einfach ein schöner Tweet zum Valentinstag. Aber die anderen waren eine Verkündung von Ys, wie heißt das, Ys? YS. Neues Ys-Teil, was eigentlich ziemlich fett ist. Gibt's eine fette Fanbase eigentlich von. Ist halt so ein JRPG. Komplett neue Verkündung. Nicht einfach nur ein Update oder Werbung, sondern eine Verkündung, dass ein 10. Teil von der Ys-Reihe kommt. Dann ein neuer Trailer zu Peach-Spiel. Dann ein neuer Trailer zum Donkey Kong-Spiel. Ein neuer Trailer zum Tomb Raider-Spiel. Das heißt, all die Sachen, die in eine Nintendo Direct gepackt worden wären, haben sie am 14. Februar einfach hintereinander stündlich auf Twitter gepostet. Und somit auch auf YouTube natürlich. Deswegen ich sage, das war quasi deren Direct, weil sie nichts mehr haben. Sie haben nichts mehr. Das war alles, was sie haben. Und haben sich dann gesagt, ja gut, wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug Zeug, um eine komplette Direct voll zu kriegen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Sachen einfach zu posten. Weil es war nicht so, weißt du, mal kommt ein Trailer hier, mal kommt ein Trailer da. Das waren 6 oder 4 Trailer. Es waren 5 Trailer und ein Valentinstag-Post. In perfektem Abstand zueinander gepostet nacheinander. Und warum die Sachen jetzt alle verkünden, also Ys wurde ja wirklich komplett neu verkündet. Und warum jetzt die ganzen Trailer schon im Vornherein neue Trailer rausbringen, wenn sie nächste Woche eine Direct machen wollen. Dann haben sie jetzt noch weniger. Sollen die Trailer nochmal in der Direct zeigen? Never. Also warum sollte jetzt eine Direct kommen, wenn sie Pulver verschossen haben? Die haben nix. Die mussten es so rausbringen, weil eine Direct so super lame gewesen wäre. Jeder hätte nur gekotzt darüber. Deswegen glaube ich, das war deren Direct. Es war natürlich keine Direct, aber das waren die Infos, die wir kriegen. Und es zeigt noch mehr, dass die Nintendo Switch am Ende ist, weil sie nichts haben. Sie haben nichts. Sie haben keine Spiele, die dieses Jahr kommen. Es kann natürlich sein, dass trotzdem noch eine Direct kommt. Nächste Woche, übernächste Woche, keine Ahnung. Und die krassesten Banger drin sind. Aber warum? Diese Direct müsste voll sein mit Sachen, die, keine Ahnung, die uns weghauen. So, keine Ahnung, halt was auch immer. Pokémon Direct hat nichts mit Nintendo Direct zu tun. Wir reden von Nintendo Direct. Eine Direct bekommen wir erst Ende des Monats, also nächste Woche. Nächste Woche ist Ende des Monats.
Vor allem nächste Woche, wo auch die Poké Direct ist, die würden sich ja gegenseitig schaden. Ja, das ist eben. Also das Zeitfenster war. Und das Zeitfenster war sehr logisch. Alle haben gesagt, es wird kommen. Wegen Chronologie, wegen Switches am Ende, wegen Valentinstag, was nicht alles. Die Gerüchte waren alle sehr logisch. Es hat Sinn gemacht. Sie haben es nicht getan. Dafür kam fette Tweet aneinandergereiht, hintereinander raus. Was zeigt, dass sie nichts mehr haben für die Switch 2 oder für die Switch. Weswegen eine Switch 2 wirklich kommen muss, weil sie haben nichts. Die haben nichts mehr. Was halt kommen kann, wenn ein Partner Direct. Was aber auch komisch wäre, weil Ease ist kein First-Party-Spiel. Dieses Ease, was sie neu verkündet haben, ist ein Drittparty-Spiel, also wäre eine Partner Direct. Das heißt, sie haben sich das auch schon rausgenommen. Eine Indie Direct könnte sein. Coole neue Indie-Spiele. Nintendo macht ja dieses Treehouse oder wie das heißt. Klar. Wo alle immer sofort sagen, Silksong wird verkündet, yay. Aber wir kriegen erstmal nächste Woche eine wunderschöne Pokémon Direct. Was übrigens auch nicht bestätigt ist. Ne? Es ist nur, wird vermutet, weil zum Pokémon Day immer eine kommt. Oder sie heben noch die letzten Sachen für die ehemalige E3-Zeit auf, aber ich glaub's nicht. Nee, das ist ja auch das Fiscal Year ist ja jetzt vorbei im März. So rein geldmäßig gesehen, so Stakeholder-mäßig gesehen, sollten sie vor März noch Banger rausbringen. Anstatt sich das auf den Sommer quasi zu sparen. Alles deutet darauf hin, dass einfach die Switch 2 bald angekündigt werden muss, weil ihnen das Zeug ausgeht. Und dann gibt es wieder andere Gerüchte, die sagen, oh, Switch 2 kommt doch erst 2025. Naja, okay. Du hast letzte Woche gesagt, die Switch 2 kommt morgen. Warum sagst du jetzt auf einmal 24, 25? Wir werden sehen. Aber es ist interessant. Es bleibt immer interessant. Ich rechne zum Zeitraum der ehemaligen E3-Zeitraum mit der Ankündigung der Next-Gen-Konsole bei Nintendo. Ja, oder jetzt im März, weil dann das Fiscal Year endet von Nintendo. Das ist immer ein guter Zeitpunkt, um was Neues rauszubringen. Weil Geld. Meine Leaks sind auch die einzigen, die irgendwie relevant und richtig sind. Genau. Bim, bim, bim. Mm-mm-mm. Was ist denn der 27. Das war, glaube ich, ein Mittwoch, oder? Dienstag. Ein Dienstag. Aber ich stream doch dienstags nicht. Die sollen den mal verschieben. Übrigens fand ich das Bild von dem Smash Amiibo toll, wo jetzt alle drauf sind, weil seit Freitag alle draußen sind. Ja, nur dass zwei gefehlt haben. Da waren zwei nicht drauf. Ich glaube, einer weiß ich nicht, der andere war Rob, dieser Roboter. Robbie, Rob. Rob ist nicht drauf. Also sind nicht alle drauf. Hallo Kira. Ja, natürlich, wenn der Pokémon Direct ist, streame ich natürlich am Dienstag. Ah, vielleicht kommt keine. Das würde mich, glaube ich, am meisten freuen, wenn keine kommt. Das finde ich am lustigsten, wenn einfach nur so ein Tweet kommt. Pikachu freut sich am Pokémon Day und dann siehst du so ein Pikachu, was in die Kamera lächelt und das war's.
Das würde ich am meisten freuen, glaube ich. Runny. Vielen Dank, Runny. Für 46 Monate. Der Roboter ist drauf. Nein. Habe ich es jetzt echt geschafft, dass du das Bild nochmal durchgehst, nur weil ich irgendwas behauptet habe? ich habe keine Ahnung. Irgendjemand hat gesagt, dass da Rob nicht drauf ist. Vertraue niemandem, Angel. Überprüfe alles selber. Sehr gut. Danu, 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 du bist ein Absol. Cosima. Absolutely amazing. Amazing. Habe extra schon Popcorn geholt, wegen den ganzen Kommentaren am Dienstag. Oh Mann, ich hatte irgendeinen Kommentar, was ich in den Chat da schreiben wollte. Was richtig extra Dummes. Vergessen. Man sollte sich Sachen aufschreiben. Sah aus wie Gen 10 oder so. Aber es war lustiger. Ich finde, Pokémon könnte auch mal so Sachen machen wie bei Smash. Bei den Smash-Verkündungen haben sie immer einen so richtig gebaitet. Ja, vor allem bei der Banjo-Kazooie-Verkündung, wo sie zuerst so getan haben, oh ja, Donkey Kong, oh Banjo, und dann war es doch, zuerst das Ding, hier die Ente und der Hund, und dann war es doch Banjo-Kazooie. Oder war nicht bei Sephiroth auch irgendwas Krasses, wo man zuerst dachte, es ist was ganz anderes, wo Mario getötet wurde oder sowas? Das wäre cool, wenn sie wirklich einfach auf so dumme Leaks eingehen würden und zuerst es so aussehen lassen würden, als wäre es Gen 10. Und es ist was ganz anderes. Aber irgendwie muss es immer noch so sein, dass man sich natürlich freut. Oder es ist sowas wie Let's Go und es steht da Let's Go Togepi und Let's Go Felino. Und dann kommt jemand und zerknüllt das Papier und zündet es an und spuckt drauf oder so. Und dann ist es tatsächlich Pokémon Pinball. Nein. Keine Ahnung, es wäre einfach manchmal cool, wenn sie ein bisschen darauf eingehen würden. Wäre aber lustig, so wie bei Smash. Kira, du bist ein rotgestreiftes Wumbet. Wie heißt es? Fletiamo. Fletiamo davor heißt... Ja, bei Master X machen sie es immer so ein bisschen aus, keine Absicht. Bei Master X sieht es immer so kurz so aus, oh mein Gott, Gen 5. Und dann ist es einfach nur ein neuer Master X-Charakter aus Gen 5. Fleck neu, genau. Er spießt ihn auf und dann war es nur die Latzhose. Genau, wie sie hier so, ja, genau. Ich bin auch immer traurig wegen des Shiny Perlus. Wollte doch nur normales Alabis haben. Kannst du aufhören, dich über Shinies zu beschweren? Vor allem hast du sie auch noch in einem krassen Spiel gefunden und nicht einfach nur in Gen 8 oder 9. Papier geht aus, ja. Ich habe das Ding seit anderthalb Jahren und der Karton mit den Rollen ist nicht ansatzweise leer.
habe nicht mal die Hälfte der Rollen aufgebraucht. Pokémon Maker? Es gibt einen Pokémon Maker, also es gibt einen RPG Maker, den du offiziell benutzen kannst, um Pokémon-Spiele zu machen. Du darfst offiziell Pokémon-Spiele machen, von Pokémon aus. Aber es wäre natürlich smart, wenn sie selber einen machen würden, um das Ganze besser zu kontrollieren. Das ist die Frage, ob der besser wäre als der RPG Maker. Aber das war noch nie die Lösung, die Pokémon oder Nintendo hatte. Die Lösung von Nintendo und Pokémon war immer, Fanprojekte niederzuschlagen, anstatt es selber besser zu machen. Es wäre ja verständlich, wenn sie sagen würden, hör auf, wir machen das jetzt besser. Aber nein, sie sagen nur, hör auf. Und dann bleibt's dabei. Wurmlöcher in Y? Sonne und Mond ist Wurmlöcher. Mit Y werde ich dann auch noch Massenaufkommen und Chainfishing benutzen. Die alten Methoden finde ich aktuell sehr nice. Mhm. Ich fände die auch mega nice, weil die sind schon cool. Viele Leute lieben Chainfishing und SOS. Was ich nicht liebe, ist, an diesem winzigen DS spielen zu müssen. Ich mag es nicht, am 3DS zu spielen. Es ist super unbequem, finde ich. Diese doppelten Bildschirme zu benutzen ist nervig und das Schrecklichste finde ich immer den hier. Wieso konnten die keinen festen Bildschirm machen? Warum? Ich finde, es fühlt sich so schrecklich an, dass der wackelt. Und dieser dumme Schieber dann, der finde ich auch... Ich finde es einfach anstrengend, an dem kleinen Ding zu spielen. Aber wenn man das mit richtig geilen Controller spielen könnte, will ich das auch gern. Dann hol doch ein 2DS. Ist es ja so viel besser. Ich hasse zwei Bildschirme zu haben. Deswegen mag ich auch den GBA lieber, weil der hat nur einen Bildschirm. Moment, der GBSP hat, GBASP hat auch nur zwei Bildschirme. Aber es ist halt so ein Klappding. Ich mag das nicht. Ich bete zu Arceus, dass die Switch 2 nicht aus zwei Bildschirmen besteht. Ich glaub's nicht, aber es wäre so schrecklich. Das ganze Ding wird nur noch eingeschickt, weil die Bildschirme kaputt gehen und weil das irgendwie überdehnt ist oder... Ganz schlimm. Hallo Husky. Die DS-Ära war halt keine Kindheit von mir. Meine Kindheit war Gameboy. Deswegen nenne ich die Dinge auch immer noch Gameboy. Und Gameboy war halt ein Ding mit einem Bildschirm, fest in der Hand, nice. Und dann haben die DS angefangen, dann war ich so abgeturnt von, hab nie einen geholt. Bis halt vor ein paar Jahren. Deswegen, ich mag auch, ich hatte auch für... Musste ich für Deoxys natürlich, aber ich hatte den DS Lite dabei, weil der DS Lite ist noch ein bisschen besser. Da ist also ein bisschen fester, geht schnell an. Aber da ist der Bildschirm mal zu klein. Wenn die Switch zwei Bildschirme hat. Ich meine, es macht schon deswegen keinen Sinn, weil... Du musst das Ding ja trotzdem, also wenn es eine Switch bleibt, was wahrscheinlich so ist, dann musst du ja trotzdem irgendwie, der Fernsehmodus kann ja nicht zwei Bildschirme haben. Und nur zwei Bildschirme für Handheld, das ist auch komisch. Aber vielleicht ist es irgendwie sowas. So, ich muss kurz auf die Toilette, ich bin gleich wieder da. Jerry, dankeschön für 2 Monate. Jerry, dankeschön. Dankeschön, ich bin gleich wieder da. Hello. Zwei
Die Switch braucht zwei Fernseher. Das wäre geil. Oder die Nintendo stellt selber Fernseher her. Der Nintendo TV. NinV. Nee. Switch TV. Nimm den Fernseher mit. Falte ihn zusammen und nimm ihn mit. Dreamcast wäre cool. So ein Bildschirm im Controller. Macht halt den Controller super teuer. Dreamcast war cool, aber da war das... Es war ja nicht wirklich ein Bildschirm. Es war so ein, also ein Pixel-Ding. Wie so ein Tamagotchi. Und es konnte, glaube ich, auch ein Tamagotchi sein. Und es war ja hauptsächlich deswegen, das war so ein wirklich ein Tamagotchi, was du da rausgetan hast. Und dann konntest du das mitnehmen zu einem Freund. Und das war einfach dein Speicherstand. Dann konntest du es bei einem Freund reintun. Und dann hattest du einfach dein Spiel, nicht das Spiel, aber den Speicherstand von dir mit dabei. Es war halt die Memory Card. Und die Memory Card hatte einen Bildschirm. Wie so ein Tamagotchi. Und es war auch, ich glaube, man konnte es als Tamagotchi benutzen. Das war ein sehr cooles Gimmick. Hat halt die Dreamcast nicht gerettet. Ist wahrscheinlich zu viel Firlefanz, der zu teuer wäre. Aber das wäre etwas, so ein Bildschirm im Controller. Aber was ist, wenn du es im Handheld-Modus benutzt? Wo ist dann dieser kleine Bildschirm? Auf einem ausklappbaren, ausfahrbaren kleinen Bildschirm, der aus der Switch rauskommt. Da waren richtige Minispiele dabei, genau. Hat nicht irgendein Game eventuell neue Switch geleakt? Aber wie meinst du das? Ich glaube, das hätten schon die ganzen Theoretiker rausgefunden, wenn es irgendein Spiel gäbe, das irgendwelche Easter Eggs hätte für eine Switch. Ja, die Switch U mit Gamepad, stimmt, eigentlich hat ja die Wii U hatte ja einen Bildschirm im Controller und das war ja schrecklich, das werden die nie wieder machen. Eins, zwei, drei, vier. So, wo sind wir denn? 3, 3, 1, 6. Vielleicht schaffen wir noch 3, 3, 3... Naja, 4. 3, 3, 3, 4. Tut weh, ne, die Zahl. Ah, dann schaffen wir es noch. Ah, da muss ich aufhören, denn ich muss die ganze Wohnung noch putzen. Morgen kommt unser Vermieter vorbei. Und, Kontrollbesuch? Nee. Nicht Kontrollbesuch, ein netter Kontrollbesuch. Der lebt nicht in Irland und wenn er dann irgendwann mal in Irland ist, schaut er vorbei, ob das neue Bad schön ist und so weiter. Und da wir jetzt auch die letzten 5 Tage nicht da waren, wir müssen putzen. Und es macht keinen Spaß, nachts zu putzen. Ich habe Hunger. Rosa macht später Risotto. Ist Risotto französisch eigentlich ursprünglich? Oder italienisch? Risotto klingt italienisch. Risotto. Risotto piccolo. Si, si, signor. Allora. Wird schwierig bei 4 Screens. Entschuldigung, dass ich nicht sofort die Zahl durch 4 geteilt habe im Kopf. Ich hoffe, du hast es jetzt im Kopf gemacht. Und ich kann sagen, wow, Mauri, du bist so smart.
Weil ich fände es traurig, wenn du jetzt extra einen Rechner rausgeholt hättest, um mich zu korrigieren. Wenn wir es doch gleich von alleine rausfinden. Achso, du hast nur ein Bild geschickt gekriegt, welches Spiel das war. Dann schick das Bild. Die Viererreihe bekomme ich gerade noch so hin. Ich meine, im Endeffekt musst du wahrscheinlich nur, du weißt, dass 4 durch 100 teilbar ist, deswegen ist es einfach nur 34 und 34 ist nicht durch 4 teilbar, sondern 32 mit 8. Ja, okay, es geht. Aber wer macht sich denn die Mühe, überhaupt danach zu denken? Ein Bild von der eventuellen Switch, also ein Bild aus dem Game? Ich verstehe sie, JJ, weil entweder du meinst, es gibt ein Spiel, in dem eine Switch vorkam, die, also wie bei Pokémon, Switches rumstehen. Aber ich wüsste nicht, welches andere Spiel noch Switches zeigt in ihren Spielen außer Pokémon. Oder du meinst tatsächlich ein Bild von einem Leak, wie die Switch aussehen soll, dann kann ich dir sagen, das stimmt nicht. Es gibt keinen richtigen Leak von der Switch. Was hören wir da gerade? Air. Luft. Luft. Ich finde es faszinierend, dass mein Archivkanal schon 120 Abonnenten hat. Und das hauptsächlich wegen dem Video, in dem ich... Das ist das Traurige. Das Video oder halt der Stream, den ich auf YouTube hochgeladen habe. Also, erstmal, ich lade jeden Stream auch auf YouTube hoch, falls ihr das noch nicht wisst. Falls ihr meine Streams nachschauen wollt, falls ihr sie ohne, keine Ahnung, ohne Musik hören wollt. Ausrufezeichen Archiv, Leos Archiv einfach. Und ich habe auch den Stream natürlich hochgeladen, wo ich Deoxys RNG manipuliert habe. Und das habe ich dann kurz auf YouTube gesagt, dass ich das gemacht habe. Und diesen Wort haben jetzt 1000 Leute angeklickt. Das heißt, einfach, ich weiß gerade die Zahlen nicht, ich glaube 5000. Ich glaube, also mein tatsächlich geschriebenes Video über RNG-Manipulation hat 5000 Views, was mich zerstört. Und der VOD hat einfach ein Fünftel davon, 1000, der 3 Stunden geht. Ich meine, es kann sein, dass Leute einfach nur draufgeklickt haben und so durchgeskippt haben, um zu schauen, oh. Natürlich haben, glaube ich, nicht 1000 Leute 3 Stunden angeschaut. Ja, das kann nicht sein, weil dann wäre das 3000 Stunden. Du bist Abonnent Nummer 169. Nice. Danke. Shiny hat es gerade Shiny Elite Galagladi. Machst du es mit der Methode, wo ich auch ein Video drüber gemacht habe, dass du hoch zum Palast gehst und dann rückwärts quasi rein und dann kommst du immer zu Galagladi? Oder wie machst du das? Es gibt eine Spielreihe, die eine Konsole zeigt, wie die neue Switch aussehen könnte. Welche Spielreihe? Sag es uns. Zeig uns das Bild.
Auf jeden Fall, das fand ich krass, wie Leute sich einfach einen 3-Stunden-Stream oder zumindest einen 3-Stunden-Stream anklicken. Das heißt, dieser Archivkanal ist gar nicht mal so blöde. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber du hast doch das Bild. Ich erkenne es sofort. Wir wollen Fakten und Beweise. Zeig uns das Bild. Nein, du musst gar nichts machen. Aber du kannst es noch nicht so heiß machen. Du hast sie nach oben getrickst mit Wasserquellen, ja. Ich habe dazu ein Tutorial gemacht und dann hat jemand unter das Tutorial geschrieben, das geht nicht mehr. Also ein Jahr später, vor kurzem. Und dann habe ich das ausprobiert und ich habe es tatsächlich nicht mehr hingekriegt. Und ich dachte echt, dass sie das rausgepatcht haben, aber es kam eigentlich kein Patch für das Spiel. Aber anscheinend, wenn du es auch vor kurzem erst geschafft hast, da hochzukommen mit Wasserquell, dann war ich einfach zu blöd, es nach einem Jahr wieder zu schaffen. Im Discord, ja, zum Beispiel. Bitte nicht steinigen. Okay, welches Spiel soll das sein? Also JJ hat es auf den Discord gepackt. Es ist einfach eine Switch, die komplett aus Touchscreen besteht, anstatt Controller zu haben. Also anstatt Joy-Cons zu haben, ist einfach alles Touchscreen. Was finde ich Sinn machen würde, klar. Frage ich mich nur immer, ob das so technisch gesehen oder, wobei es muss technisch gesehen intelligent sein, weil Smartphones sind ja nichts anderes. Ich denke mir nur, es ist doch viel einfacher, einen Controller zu machen, weil dann kannst du einfach den Controller ersetzen, wenn er nicht mehr geht. Du kannst mit dem Controller nochmal mehr Geld verdienen. Und wenn du es so machst, eine Switch, die keine Joy-Cons mehr hat, sondern nur noch einen fetten Bildschirm, du hast quasi nur einen Bildschirm in der Hand, so wie ein Tablet, wo der Controller, wo die Controller also drauf sind als Touch. Und auf der anderen Seite, ich fände es auch sehr unlogisch, weil ein Stick zu benutzen, nee, das kann nicht sein. Klar würden dann auch physische Controller separat verkauft werden. Aber das würde bedeuten, wenn du die Switch Handheld spielen willst, musst du Touch benutzen. Du hast keinen physischen Controller. Und wie willst du, also ein Stick kann nur gut sein physisch. Weil, ja, du brauchst ja sowas hier. Ein Stick, der auf dem Bildschirm ist, der ist sogar noch schlechter als so einer. Es ist ja quasi so einer, nur noch weniger. Und ich meine, du musst auf dem Bildschirm so dann machen. Das ist halt, es geht sehr viel verloren, wenn du einen Stick als Touch machst. Ich glaube nicht. Das war der Vorgänger. Ja, so sieht ein DS aus. Aber ich kann halt den Bildern auch nicht glauben, weil wer sagt denn das, wenn da noch nicht mal das Spiel dabei ist? Von warum sieht das Bild mit dem DS besser aus als mit der Switch? In den 10 Jahren wird doch wohl die Grafik von dem Spiel besser geworden sein. Aber die Grafik ist schlechter geworden. Wobei sieht man nicht.
Nee, würde ich alles sehr stark bezweifeln, sowas. Die Screenshots müssen nicht stimmen. Ich meine, lasst uns herausfinden, was für ein Spiel das ist. Und dann können wir nachforschen, ob das tatsächlich im Spiel vorkam. Ansonsten sieht das sehr... Sieht es einfach so aus, als ob es jemand reingezeichnet hätte in einen Screenshot. Ist das ein DS mit Gameboy-Slot? Da ist die Hand drüber, wo das wäre. Ich weiß, du willst gar nichts behaupten. Ich weiß. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Street Pass habe ich nie benutzt. Was ist genau... Street Pass ist doch einfach nur, dass du halt so kleine Minispiele machen kannst oder halt Daten austauschen kannst... Pässe austauschen kannst, Benutzerdaten austauschen kannst, wenn jemand in der Nähe ist von deinem System. Warum sollten wir das wiederkriegen, wenn es heute einfach nur das Internet gibt, mit dem das sowieso geht? Also sag doch nicht, dass du StreetPass zurück willst, sondern sag, was du tatsächlich zurück willst. Was hat dir StreetPass gegeben, das so cool war? Weil es war sicher nicht die Technologie, weil die Technologie ist tausendmal besser heute. Technologie kann die Sachen so viel schneller und besser machen. Wir brauchen keine Wi-Fi-Technologie oder Infrarot, dass du zwei Systeme miteinander verbinden kannst. Was hat StreetPass dir tatsächlich gegeben? Du hast nicht überprüft, ob es jedes Mal das gleiche Galagladi ist. Aber es geht ja ganz schnell. Fang's einfach. Mach's nochmal. Mach einen Screenshot. Mach's nochmal. Fang's. Und dann vergleichst du die beiden Screenshots. Aber ja, es sollte so sein, weil ich habe das ja auch so gemacht damals. Ich habe das Shiny Alpha Galagladi gekriegt damals so. Bye, JJ. NPC, nerviger Pisscharakter, geh weg. Ah. Was haben eigentlich alle mit dem Namen JJ? Nicht böse gemeint. Weiß nicht, Leute heißen Jay und dann nennen sie sich JJ. In der StreetPass-Lobby konnte man durch die Begegnungen Puzzleteile sammeln und es war wie beim Shiny Hunten so ein Glücksgefühl, wenn man ein Puzzle vervollständigt hat. Zumindest bei mir war das so. Ah. Wie könnte das heutzutage aussehen? Mit dem Freundessystem einfach. Wenn du Freunde hinzufügst, kriegst du jedes Mal ein random Puzzleteil. Ich meine, klar, sie können einfach es 1:1 so machen, dass wenn du zwei Leute mit der Switch nebeneinander stehen hast, dass das geht. Aber du kannst es halt erweitern, indem du es einfach mit dem Internet machst. Also ich brauche sowas persönlich nicht. Ich finde es ganz schlimm, was auf dem DS alles für Sachen drauf sind. Von der Kamera, AR, über dieser Modus, dieses kleine Spiel hier, dieses mit den fliegenden Mii-Köpfen. So, ich brauche das alles nicht. Und das sind alles Apps, die ich nicht runternehmen kann, weil sie auf dem System drauf sind. So, weg damit. Aber ja, sowas könntest du ganz einfach wieder machen. Jedes Mal, wenn du einen Freund hinzufügst, könntest du ein kleines Goodie dazu erhalten, was auch immer das ist. Thorax, du bist ein Plaudergei. Plaudergei. Ich wusste nie, wie man Rette die Krone spielt. Keine Ahnung, was das ist. Das heißen aber sehr viele Leute Jay. Ja. So wie Peter, Hans, Kevin. Aber keiner will damit angeben, Kevin zu heißen.
Oh, es gibt sehr viele Benutzernamen, die Kevin irgendwas heißen. Ich finde 3324 ist auch eine schöne Zahl. Aber Street Pass ist ein Grund, warum ich vielleicht nicht wahrscheinlich, außer es wird für die Switch irgendwann kommen. Im Remake können sie das machen, das wäre krank. Die Gen 5 Achievements. Dafür muss man, ich glaube, mit 50 Leuten Street Pass machen. In Schwarz-Weiß. Gar kein Bock. Aber das ist dann so eine Frage. Was ist, wenn Gen 5 geremaked wird? Kriegen wir dann die Medaillen? Bitte. Bitte nehmt uns nicht die Medaillen weg. Aber was wird dann aus den Medaillen? Sind die dann einfach weg? Sind die dann verbuggt? Wenn es Ilka macht, dann sind sie einfach drin und sie sind verbuggt. Weil Street Pass geht nicht mehr. Wenn sie es richtig machen, dann muss man sich online mit Leuten irgendwo treffen. Was ich gar nicht wüsste, wo das gehen würde in Gen 5. Aber wenn es ein Remake ist, wird es ja sowieso alles hoffentlich neu gemacht. Aber wenn sie die Medaillen behalten, das wäre gut. Online im Kampfraum, ja. Könnte ja dann sowas sein wie Kämpfe online 50 Mal. Die Medaillen waren erst ab Schwarz-Weiß 2. Ach so, ich dachte, die waren in beiden Spielen. Ja, dann kriegen wir das nicht. Außer Pokémon ist richtig cool und remaked das komplette Gen 5 Erlebnis. Was sehr spendabel wäre. Wir können immer hoffen. Vielleicht haben sie daraus gelernt, dass sie nicht Platin genommen haben, sondern Diamant und Perle. Oder warum sie auch immer keine Fusion gemacht haben aus beiden, aus allen drei. Kann immer sein. Oder BDSP war das letzte Remake für immer? Das glaube ich nicht. Aber ich meine, entweder haben sie daraus gelernt und sie machen Remakes aufwendiger. A la Final Fantasy VII. Okay, nicht so aufwendig, aber halt tatsächlich Arbeit reinstecken und nicht einfach nur optische Arbeit. Oder sie sagen sich, okay, ich meine, BDSP war ein finanzieller Erfolg. Ziemlich sicher, also ziemlich krass, glaube ich sogar. Oder sie sagen sich halt, okay, wir geben uns weniger Mühe und es wird nicht mal ein Remake, sondern ein Remaster. Hier habt das Spiel auf der Switch, gleiche Grafik. Wir haben den zweiten Bildschirm wegprogrammiert, das ist alles in einem Bildschirm, ihr ruft ein Menü auf und fertig. Quasi die gleiche Grafik. Die Sachen, die nicht gehen, haben wir weggemacht und hier ist es, fertig. Aber das glaube ich nicht. Weil richtig Geld melken sie eigentlich nur, wenn sie das eine machen und das andere. Ein perfektes Remake mit neuer Grafik, neuer Engine und ein Remaster. Für die, aber bei Gen 5 ein Remaster, nicht nur wäre es, glaube ich, zu früh, sondern
Es macht halt keinen Sinn, beides zu machen. Vor allem, weil Gen 5 sich so schlecht verkauft hat. Du glaubst, Gen 5 ist das letzte Remake? Es kann sein, dass ich kann mir vorstellen, dass Gen 5 erstmal das letzte Remake ist und dann gibt es irgendwie 5 Jahre Pause, bis XY wirklich als altes Spiel zählt. Weil ich finde auch, dass XY zählt nicht wirklich als altes Spiel. Grafik ist auch schon leicht 3D und sowas. Aber gar nicht, kann das, ist es natürlich Quatsch, weil irgendwann wird alles geremaked. Auf die Unendlichkeit gesehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass nach Gen 5 gibt es erstmal eine Pause. Ich würde auch gerne mal Gen 1, 2 und 3 zocken. Weißt du, was ich mir dafür besorgen muss? Einiges. Alles, um genau zu sein. Du kannst dir mein Gen 3 Origin Decks anschauen. Oder du kannst dir mein Video anschauen, mein Transfer-Video. Eins meiner letzten Videos auf YouTube ist, wie man Pokémon von Gen 1 bis 7 überträgt auf Home. Und da gehe ich über alles drüber, was du brauchst, um diese Spiele zu spielen. Am Endeffekt, für Gen 3 brauchst du einen Game Boy Advanced und die Gen 3 Spiele. Für Gen 1 und Gen 2 brauchst du einen DS, der gemoddet ist, damit du die Spiele drauf tun kannst, weil die Spiele kannst du heutzutage nicht mehr kaufen. Und wenn du richtig OG Gen 1 und Gen 2 spielen willst, dann musst du... Ich meine, dann hast du schon einen Game Boy Advance und dann kannst du einfach die Gameboy-Spiele 1 und 2 reinstecken. So, das ist der letzte Kampf. Wir gehen auf 3-3-3-2. Morabel. Warte mal, wenn sich Hydropi so anhört. Hydropi. Wie hört sich dann Morabel an? Morabel. Ich muss mir auf jeden Fall mal Batterien holen für meine Rot und Gelb. Ja, die kann man halt ohne Batterie nicht spielen. Aber Anpylon, wenn du kein Gameboy hast, die alten Spiele nicht hast, kein DS hast, kein Gameboy Advanced hast, und es dir nicht so eilig ist, würde ich einfach warten. Weil irgendwann, sei es erst in einem Jahr oder in 2 Jahren, irgendwann wird es wahrscheinlich Gen 1 bis 3 auf der Switch geben oder halt auf einem neuen System. Irgendwann müssen sie das machen. Irgendwann wird es kommen. Kann sein, dass es nächste Woche verkündet wird, kann aber auch sein, dass es erst in 2 Jahren verkündet wird. Aber ich weiß nicht, ob es sich jetzt noch lohnt, all das, die alte, also außer du liebst alte Hardware zu sammeln. Dann natürlich. Aber wenn du jetzt sagst, nee, pro Spiel 100 Euro ausgeben und dann die alten Sachen und dann das modden zu lassen, dass es überhaupt funktioniert, auf heute gesehen, da sage ich, ja, dann wart lieber, bis es irgendwann für die Switch kommt. Warum hast du resettet, ohne zu fangen? Habe ich nicht gefangen? Sicher? Ich habe ja auch nicht gedrückt, anscheinend.
Okay, ich wollte halt unbedingt mit euch noch mehr Zeit verbringen. Was ich mich schon immer gefragt habe, gehen wieder aufladbare Batterien bei den Gameboys? Na klar, warum nicht? Wieder aufladbare Batterien sind einfach nur Batterien. Kannst du auch eine Autobatterie anschließen, wenn die die richtige Voltzahl hat. Vor dem Aufräumen drücken. Du kennst mich noch nicht gut genug. Ich liebe Aufräumen. Ich kann es nicht abwarten. Außerdem ist es nicht Aufräumen. Hier ist immer alles aufgeräumt. Weil ich immer aufräume. Es geht eher tatsächlich um Putzen. Wischen. Ugh. Aber auch das mag ich. Bett abziehen, Bett neu beziehen. Ja, wobei Bett abziehen, Bett neu beziehen hasse ich am meisten, glaube ich. Ist so anstrengend. Wir haben unser Bett steht an der Wand. Ich schlafe an der Wand, wie so ein Dulli. Und dann ist es schwer zu beziehen. Nur wenn ich dafür ein Platinabzeichen kriege, Platin-Trophäe. Ja, man müsste eigentlich ein System einführen, wo man tatsächlich Belohnung kriegt. Wie in der Schule damals. Sternchen mit 1. Eigentlich mit Sternchen. Kann man dich als Cleaning-Service mieten? Nicht Cleaning, aufräumen. Ich ordne deine Wohnung, sodass sie Sinn ergibt. Darin bin ich gut. Wenn ich auch nur mehrere Stellen sehe, wo Stifte liegen, danach gibt es eine perfekte Stelle, wo die Stifte hingehören. Aber ich brauche hier Stifte. Nein, du brauchst nur an einem einzigen Ort Stifte. Beweg dich dahin, wenn du einen Stift willst. An einem Ort. Nicht überall. Bnoopy, Dankeschön für deinen Prime. So, jetzt aber der letzte Fang. Warte, ich will. Wie heißen sie? Creep. Nee, Creed. Nee, Creep. Oh, Creed ist aber auch geil. Creed! Flieg und Sieg, Entei. Flieg und Sieg. Kann man sich nicht auch für Gen 2 einen Game Boy Color kaufen und dann Kristall zum Beispiel? Klar. Aber damit kannst du nicht Gen 3 spielen. Wenn du alle 3 spielen willst, dann Game Boy Advanced und da kannst du alle Gen 1 bis 3 reinstecken. Aber dann kannst du sie wirklich nur spielen, gell? Die Pokémon kannst du nicht übertragen auf Home, auf die Switch. Die sind da gefangen. Wenn dich das wirklich interessiert, dann schau dir mein Transfervideo an. Da erkläre ich das alles. Oh ja. Perfektes Timing. Rosa ist gerade nach Hause gekommen. Das war heute wieder nix. 3332. Mann, tut das weh, diese Zahl. Mann. Vielen Dank fürs Dasein. Morgen werde ich den ganzen Tag Gen 4 Video schreiben und ich würde gern sagen, dass ich das Skript einfach morgen fertig schreibe, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass ich 20 Seiten am Stück schreibe. Mal schauen. Vielen Dank fürs Dasein, danke für die Subs und apropos, ich meine, ich muss jetzt aufhören, aber ich habe gar nicht mal überprüft. Wo steht's? 23 von 20. Okay. Ich schulde euch ein Shiny-Geschenk.
Ja, wir haben das Daily Sub Goal erreicht. Erinnert mich daran, am Mittwoch gibt es eine Verlosung. Jeder, der da ist, kann mitmachen. Am Mittwoch verlosen wir ein Shiny. Ihr dürft euch ein Shiny von mir aussuchen, was ich habe. Und genau. Tschüss, Leute. Tschüss, tschüss, tschüss. Creed. Bisschen Christenrock. Bye.